Grüß Gott, schön, dass Sie im Besitz dieses Videobandes sind. Es enthält eine fast schon historische Aufnahme von Dr. Joseph Murphy und wurde aufgenommen während seiner Deutschland-Tournee 1978. Dr. Joseph Murphy ist, glaube ich, zu Recht als der große alte Mann der Wahrheitslehre, zumindest im deutschsprachigen Raum, bezeichnet worden. Er hat sicherlich am allermeisten geschrieben über positives Denken, über spirituelles Wachstum, über das Unterbewusstsein. Der Übersetzer Referent Manfred Schmidt an meiner Seite hat Dr. Murphy schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube, es war 1964. Manfred, ich begrüße dich herzlich. Ich bin froh, dass du heute zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch sehr. Manfred, wie war das damals? War das auch so ungefähr wie bei den meisten, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her? Ja, es war in einer Situation, in der ich unbedingt meine geistige Batterie wieder aufladen musste. Und da fand ich in einer metaphysischen Buchhandlung in Berlin diesen Murphy-Titel. Es war damals nur eine Broschüre, 1964. Inzwischen, dann 1970, kam ja dann sein Hauptwerk, Die Macht ihres Unterbewusstseins, in den Handel. 1968, glaube ich, kam es in den Handel, aber ich habe es 1970 erst zum ersten Mal gelesen. Ja. Du warst Gott sei Dank Feuerwehr 1978, als Dr. Joseph Murphy hier gesprochen hat und hast dann deine Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, ihn zu übersetzen. Das war für uns alle damals ein recht großes Erlebnis, seine Interpretation der geistigen Gesetze zu hören. Und ich glaube, er ist zu Recht auch bezeichnet worden als der Meister im Vereinfachen. Denn komplizierte Redewendungen und Formulierungen gibt es ja genügend, die nicht verstanden werden und somit irgendwo zu den Akten gelegt werden. Aber Murphy war eben doch in der Lage, sehr einfach etwas rüberzubringen. In der metaphysischen Literatur, in der deutschsprachigen metaphysischen Literatur, war man offensichtlich bislang der Meinung, je schwieriger und unverständlicher ein Text sei, desto besser müsste er wohl sein. Murphy hat erstmals die geistigen Gesetze simplifiziert. Er hat sie ganz einfach dargelegt, für jeden verständlich. Und das war eben sein großes Verdienst. Im deutschsprachigen Raum die geistigen Gesetze klar und deutlich dargelegt zu haben. Wie war das damals, 64, als du zum ersten Mal von Murphy was in die Hand bekommen hast? Ich hatte 1958 drüben in Amerika schon Begegnungen gehabt. Dort gibt es zum Beispiel ein Wahrheitsmagazin in jedem Drugstore, das Science of Mind Magazin. Das hatte ich mir in einem Drugstore gekauft, auch in einem Moment, als ich es unbedingt brauchte. Und damals bin ich dann auf Bücher aufmerksam geworden. Und als ich zurückkam, suchte ich Wahrheitsliteratur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, und fand nichts Entsprechendes. Und dann wurde ich auf die Weiße Fahne aufmerksam, eine Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, die inzwischen in der Esoterik aufgegangen ist. Und dort habe ich Artikel von Ernest Holmes, von Emmett Fox, von Dr. Joseph Murphy gelesen und kam 1966 mit Unity in Berührung. Das war die einzige, bis dahin die einzige neugeistige Bewegung im deutschsprachigen Raum. Manfred, lass uns auf den Inhalt des folgenden Tapes zu sprechen kommen. Das ist ja eine historische Aufnahme. Sie ist in Schwarz-Weiß. Damals gab man uns noch keine Kamera in Farbe. Es gab schon etwas in dieser Richtung, aber sie waren so immens teuer, dass man sie uns nicht zur Verfügung gestellt hat. Das war eine ganz große Phase in meinem Leben speziell, als eben Dr. Murphy hier war und wir ihn hören konnten. Wie war das für dich damals? Was hast du aus dem, was er vermittelte? Denn du warst ja nicht nur der Übersetzer, sondern du hast ja auch diese Wahrheiten, diese Erkenntnisse dann integriert in dein Leben. Was hast du daraus gemacht? Ich, zunächst mal, um deine Frage nach der Begegnung mit Joseph Murphy zu beantworten, wir hatten einen wunderschönen inneren Kontakt und ich freute mich sehr, ihm nun endlich, nachdem ich seine Bücher kannte, persönlich begegnen zu dürfen. Ich hatte vorher meinen Freund Sig Paulson mal nach Joseph Murphy gefragt und bekam die Antwort, es ist ein dynamisches, kleines, schmächtiges Männchen, aber sprühend vor Dynamik. Ja, und das war es auch, das war mein Eindruck auch. Hier war ein dynamischer Bursche, der geradezu vor Dynamik sprühte, ja. Das kann man so sagen. Ja. Und unser innerer Kontakt war großartig.
Ja, die geistigen Gesetze, die er vermittelte ein Leben lang. Er hatte ja 30 Jahre Rundfunksendungen, hatte ja wahnsinnig viele Fernsehsendungen. Und dann kam er, so viel ich jetzt noch weiß, glaube ich, 3 Jahre hintereinander zu uns. Nicht? Weil das war Jahre 78, 79, 80. 81 ist er dann leider, das wissen nicht viele nicht, in die nächste Dimension weitergegangen. Ja. Wir waren ja schon Standby, es war ja schon alles vorbereitet, die Karten waren verkauft. Nicht? Und du hattest schon deine Texte auswendig gelernt. Ich hatte seine Frau angerufen, auswendig lernen, brauchen wir da nichts. Ja. Ich hatte seine Frau angerufen, denn er hatte abgesagt, schriftlich abgesagt, und hatte das damit begründet, dass es alles in göttlicher Ordnung sei. Ja. Everything in divine order. Ja. Und das ließ schon darauf schließen, dass er nicht nur diesen Termin abgesagt hatte, sondern überhaupt nicht mehr kommen würde. Und als ich die Jean anrief, sagte sie mir, vor 3 Tagen ist Joseph in die nächste Dimension gegangen. Ja. Aber er hatte sich jede Art von Trauerfeier verbeten. Er sagte, es ist absolut kein Grund zum Trauern, wenn ein Mensch in die nächste Dimension geht. Ja, und jetzt, lieber Zuschauer, empfehlen wir Ihnen, dieses Tape in Ruhe anzuhören, eventuell sogar 2 oder 3 Mal. Es sind fundamentale Wahrheiten auf diesem Band. Und wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie Referent Manfred Schmidt anschreiben oder auch mich. Manfred, du bist ja nebenbei auch noch Leiter des CPS, nennt es sich, der frühere Murphy-Freundeskreis. Wir mussten unseren Namen ändern in Zentrum für Persönlichkeitsentfaltung und Selbsthilfe, weil nach dem deutschen Vereinsgesetz wir die Gemeinnützigkeit, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir hätten die Gemeinnützigkeit nicht bekommen, wenn es, wie es so schön heißt, personenbezogen geblieben wäre. Also rein formelle Rechte. Eine rein formal juristische Angelegenheit. Zentrum für Persönlichkeitsentfaltung und Selbsthilfe, früher Freundeskreis Dr. Joseph Murphy, ja, hier in München, Morgenrotstraße 13 in 8000 München 80. Wir haben zur Sicherheit nochmal den Text, den Titel eingeblendet. Viel Vergnügen jetzt bei dem Vortrag von Dr. Joseph Murphy. Well, tonight we're talking on extrasensory perception. Heute Abend werden wir über außersinnliche Wahrnehmung sprechen. Every person in the world is psychic. Jede Person auf der ganzen Welt hat psychische Fähigkeiten. Psyche means the soul, the subjective mind. Und psychisch bedeutet seelisch, bedeutet den subjektiven Geist. And the utter simplicity of it is that the presence of God is in your subconscious mind. Nothing could be simpler. Und die ganze Einfachheit besteht darin, dass Gott in Ihrem Unterbewusstsein wohnt. Es könnte gar nicht einfacher sein. The late Carl Jung of Zurich called it the great unconscious or collective unconscious. Und C.G. Jung in Zürich nannte es das kollektive Unbewusste. You can use any power in the world 2 ways. You can use any power in the world 2 ways. Wir können jede Kraft in der Welt benutzen, um abzuwägen. Auf zwei Arten, 2 ways. If you say you're born in some sign in the world, you know, some Aquarius. Wenn wir sagen, wir sind in einem Tierkreiszeichen geboren, you can become a holy man or a cutthroat. Dann können Sie ein Heiliger werden oder ein Halsabschneider. It doesn't mean because you're born in Aquarius or Taurus that you're going to be a holy man. Es hat nicht, wer als Mann oder als wiedergeboren ist, muss deshalb nicht unbedingt ein Heiliger werden. Good heavens, it depends how you use the power in you. Es kommt darauf an, wie man die Kraft in sich zur Anwendung bringt. So as you sow, you will reap. So wie wir sehen, so werden wir ernten. The law of life is absolutely honest. Das Gesetz des Lebens ist absolut ehrlich. Eminently fair. Immens fair. The law of life is absolutely just. Das Gesetz des Lebens ist absolut gerecht. It plays no favorites. Es bevorzugt niemanden.
All of us make our own heaven or our own hell. Wir alle erschaffen unseren eigenen Himmel und unsere eigene Hölle. There's no such term as hell in the Bible. Es gibt keinen Terminus wie Hölle in der Bibel. It's an English word. Es ist, hell ist ein englisches Wort. We have a translation of a translation of a translation. Wir haben im Englischen und natürlich auch im Deutschen eine Übersetzung einer Übersetzung, und das ist wiederum die Übersetzung einer anderen Übersetzung. Some crazy people think the Bible was written in English. Einige Verrückte glauben, die Bibel sei in der englischen Sprache ursprünglich verfasst worden. Insane asylums are full of people who take the Bible literally. Die Irrenanstalten sind voll von Leuten, die die Bibel buchstäblich nehmen. They become raving maniacs. Und die werden irre. Nothing in the Bible is to be taken literally. Nichts in der Bibel muss wörtlich verstanden werden. It's a book of parables and fables. Es ist ein Buch von Parabeln und Gleichnissen. Good heavens, you're told in your New Testament, except by parable, speak he not unto them. Im Neuen Testament werden wir neben Gleichnissen, wird uns gesagt, speak ye not unto them. Yes, right. Except by parable. Wenn ich nicht in Gleichnissen zu euch rede, dann rede ich nicht zu euch. Parable means parabolus. Und Parabel, nämlich Gleichnis, heißt, kommt ja von parabolis. That which lies alongside. Das, was daneben liegt. The inner meaning of it. Die innere Bedeutung des Ganzen. The Bible says a certain man had two sons. Die Bibel sagt, ein gewisser Mann hatte zwei Söhne. Millions of people have two sons. Millionen von Menschen haben zwei Söhne. It's not talking about two sons. Es ist ja da nicht die Rede von zwei Söhnen. It's talking about your conscious and subconscious mind. Die Rede ist von ihrem Wachbewusstsein und von ihrem Unterbewusstsein. When it talks of the husband and the wife, wenn vom Mann und von der Frau, vom Ehemann und der Ehefrau die Rede ist, it's not talking about men who wear pants. Dann ist natürlich nicht die Rede von Männern, welche Hosen tragen, who wears a dress. Oder von einer Frau, die einen Rock anhat, ein Kleid anhat. It's talking about the male and female principle in you, namely your conscious and subconscious mind. Es ist vielmehr die Rede vom männlichen und weiblichen Prinzip in uns, nämlich unserem Wachbewusstsein und unserem Unterbewusstsein. It's not talking about cities or towns or people. Es ist nicht die Rede von Städten oder Menschen. It's talking about you. Es ist die Rede von Ihnen. And all the experiences in the Bible are experiences of you. Und jede Erfahrung der Bibel ist eine Erfahrung der menschlichen Seele, eine Erfahrung. It tells you how you get into trouble and how you get out of trouble. Es sagt Ihnen, wie Sie in Schwierigkeiten kommen können und wie Sie die Schwierigkeiten überwinden können. It has no other meaning. Keine andere Bedeutung hat es. It's not a book of prophecy. Es ist kein Buch der Prophetie. Or predictions. Oder von Vorhersagen. We have crackpots all over the world predicting from the Bible. Wir haben Knallköpfe, also Irre, überall auf der Welt, die sich einbilden, von der Bibel irgendwelche Vorhersagen herleiten zu können. Und die sind heute genauso verrückt, wie sie vor 2000 Jahren gewesen sein mögen. In Laguna Hills, where I live, California. In Laguna Hills, wo Dr. Murphy lebt, in Kalifornien. About a year ago. Vor einem Jahr. There were a group of people going to Madeira Islands in Spain. Da war eine Gruppe von Leuten, die nach Madeira. You read that all of them were lost or burnt to death in the plane. Und vielleicht haben Sie davon gehört, alle von ihnen waren in einem Flugzeugunfall verwickelt und kamen um im Flugzeug. Quite a number of people who had tickets on that plane. Und eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die Flugzeugtickets für dieses Flugzeug hatten, they didn't go on the plane. Sind nicht mit diesem Flugzeug geflogen. They couldn't go on the plane. Sie konnten nicht auf die Flugzeug. They learned how to pray. Sie haben gelernt, wie gebetet wird.
They knew how to pray. Sie haben das Beten gelernt und sie wussten, wie man betet. Now, there were a great number of people scheduled to fly on that plane, did not go on the plane. Es war eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die an sich für die vorgesehen war, die dieses Flugzeug gebucht war, die aber dieses Flugzeug nicht bestiegen hatten. A great number believed in divine guidance. Und eine ganze Menge dieser Menschen glaubten an göttliche Führung. They said infinite intelligence guides and directs me in all my ways. Sie sagten, die unendliche Intelligenz führt und leitet mich auf allen meinen Wegen. Divine love goes before me, making straight and perfect my way. Die göttliche Liebe geht vor mir her und macht meine Wege eben. Three women. Drei Frauen. Had a vivid dream the day before they were supposed to depart. Drei Frauen von dieser Gruppe hatten einen sehr lebhaften Traum am Tag, bevor sie abreisen sollten. They saw the whole tragedy. Sie haben die ganze Tragödie vor sich gesehen. In their mind. In ihrem Geist. Before it happened. Bevor es geschah. They didn't dismiss it from their mind. Sie haben es nicht aus ihrem Bewusstsein entlassen. Each one said to the husband, we must cancel this trip. Und jede einzelne von diesen Frauen hat ihrem Ehemann gesagt, wir müssen diese Reise annehmen. They told others about their dream, very, very vivid dream. Und sie haben auch anderen von diesem sehr, sehr lebhaften Traum berichtet. And they brushed it aside. Und die haben es vom Tisch gewischt. They said it's only a dream. Die haben gesagt, es ist nur ein Traum. But the subjective mind, subconscious mind, aber das Unterbewusstsein protected them. Hat sie beschützt. There were 9 people whom I know didn't go on that trip. Es sind allein 9 Menschen, die ich persönlich kenne, die nicht auf diese Reise gegangen sind. They were scheduled to go. Sie waren dafür vorgesehen. They canceled their trip. Sie haben die Reise annulliert. Because they prayed about it. They prayed about it. Weil sie gebetet haben. Nothing is foreordained. Nothing is foreordained. Nichts ist vorherbestimmt. Nothing is predetermined. Yeah, the same in German, same meaning. Yeah. Nichts ist vorherbestimmt. We mold and fashion our own destiny. Wir sind die Schöpfer unserer eigenen Bestimmung. If you do not keep prayed up. Wenn Sie sich nicht ständig to keep prayed up heißt also ständig im Gebet halten. You're subject to the thoughts of 4 billion people. Dann sind Sie praktisch den Gedanken von 4 Milliarden Menschen ausgesetzt, den Gedankenschwingungen. If you don't do your own thinking, who's going to do it for you? Wenn Sie nicht Ihr eigenes Denken zustande bringen, wer soll es dann für Sie tun? If you don't choose your own emotion, is your mother-in-law going to choose it for you? Wenn Sie nicht Ihre eigenen Emotionen, Ihre eigenen Gefühle erwähnen, soll es vielleicht Ihre Schwiegermutter für Sie tun? Do you control your own mind? Haben Sie Ihren eigenen Geist unter Kontrolle? Do you own your own mind? Gehört Ihr Geist Ihnen? Are other people manipulating you morning, noon, and night? Oder lassen Sie sich von dem Geist anderer Menschen manipulieren, am Morgen, am Mittag und am Abend? Are they kicking you around like a football? Werden Sie herumgestoßen wie ein Fußball? Always make your own decisions. Machen Sie immer Ihre eigenen. Kommen Sie immer zu Ihren eigenen Entscheidungen. Never go to a relative for advice. Gehen Sie niemals zu einem Verwandten und holen sich dort Rat. The most disastrous thing you could do. Das ist das Katastrophalste, was Sie überhaupt tun können. Whatever they tell you is biased and prejudiced. Was immer andere Menschen Ihnen sagen werden, ist beeinflusst und von Voreingenommenheit durchsetzt. Go to somebody who's neutral. Gehen Sie zu jemandem, dessen Denken und dessen ganze Einstellung neutral ist. Dr. Freitag will give you the right advice. Dr. Freitag wird Ihnen den richtigen Rat geben. Now everyone has psychic powers in the world. Everybody. Everybody has psychic powers. Jeder Mann auf der Welt besitzt einen gewissen Grad an psychischen Kräften. How often have you lifted up the phone and said, oh, this is Mary? Wie oft haben Sie den Telefonhörer abgenommen und haben beispielsweise gesagt, oh, das ist Mary? Relatives are always communicating with each other. Verwandte, Angehörige halten ja ständig Verbindung miteinander. We're all in the psychic sea. Wir sind alle
im psychischen Meer, im psychischen Gedankenmeer. And subjectively we're picking up all the thoughts, feelings, beliefs of 4 billion people. Und subjektiv nehmen wir alle Gedankenformen, alle Glaubensinhalte und alle emotionellen Inhalte von 4 Milliarden Menschen in uns auf. Therefore we are stupid beyond words, except we keep prayed up. Deshalb sind wir, wenn wir das nämlich tun, sind wir dumm, sind wir töricht, auf eine unbeschreibliche Weise töricht, wenn wir nicht uns ständig in Kontakt mit Gott im Gebet halten. Because when we think, speak and act from the divine center. Wenn wir nämlich von der göttlichen Gegenwart, vom göttlichen Zentrum her sprechen und handeln und denken, we neutralize the toxic effluvia of the mass mind. Dann neutralisieren wir die vergiftende Fluida des Massenbewusstseins. Many of you remember the Israeli-Egyptian war. Viele von Ihnen erinnern sich an den israelisch-ägyptischen Krieg. About a year before it took place. Etwa ein Jahr bevor es. A minister in New York. Hat ein Geistlicher in New York. Asked me to join him in his seminar in the Holy Land. Hat mich ein Geistlicher in New York gebeten, ihn zu einem Seminar im Heiligen Land zu begleiten. I said, why don't we pray about it first? Und ich antwortete, warum beten wir nicht darüber zunächst? How would you pray about it? Wie würden Sie denn da beten? Utterly simple. Ganz einfach. Simple beyond words. Es ist so einfach, dass es mit Worten gar nicht zu beschreiben ist. So I said, infinite intelligence prior to sleep. I said, infinite intelligence. Ich sagte so im Halbschlaf, unendliche Intelligenz. Leads and guides me. Führt und leitet mich. And reveals to me the answer about this trip. Und offenbart mir die Antwort über diese Reise. All right. I saw clearly in my mind sound asleep. Und während ich schlief, sah ich in meinem Geist sehr klar. The Egyptian and Israeli planes fighting with their insignia on them. Sah ich in meinem Geist im Traum ägyptische und israelische Flugzeuge, die sich gegenseitig beschossen. Ich sah diese Flugzeuge mit ihren Insignien an ihrem Leitwerk. I also saw the headlines of the Los Angeles Times. Und ich sah gleichzeitig die Schlagzeilen der Los Angeles Times. With the declaration of war. Mit der Kriegserklärung. 7 months before it took place. 7 Monate bevor der Krieg tatsächlich begann. My friend in New York. Saw the same thing, had the same dream. Mein Freund in New York hatte den gleichen Traum. You ask for guidance. Wenn Sie um Führung bitten, the subconscious says yes. Sagt das Unterbewusstsein ja. This is what happens. Das wird geschehen. You can go there if you want. Sie können dorthin gehen, wenn Sie es wollen. But I gave you my answer. Aber ich habe dir meine Antwort gegeben. We both canceled the trip. Und wir beide haben die Reise. You don't go looking for trouble. Sie gehen ja nicht freiwillig aus, um sich Schwierigkeiten zu schaffen. Call on me, I'll answer you. Call on me. Das Unterbewusstsein sagt, rufe mich an und ich werde dir antworten. And before you call, the answer is there. Und noch bevor du rufst, ist die Antwort vorhanden. The Israelis had a war plan already in mind. Die Israelis haben diesen Krieg bereits im Geiste stattfinden lassen. The Egyptians had a war plan already in their mind. Und die Ägypter hatten den Krieg bereits in ihrem Geist geplant. The thought and the thing are one in mind. Der Gedanke und die Durchführung ist eins im Geist. It has already happened in mind. Es hat sich im Geiste ja bereits vorher vollzogen. It's so utterly simple. Es ist so einfach. It has not happened objectively yet. Objektiv hat es natürlich noch nicht stattgefunden. It has happened in mind already. Aber im Geiste hatte es bereits stattgefunden. It doesn't have to happen. Es muss ja nicht objektiv stattfinden. If both sides
began to pray and make peace, it would never happen. Es hätte nicht stattfinden müssen, wenn beide Seiten vorher gebetet hätten und zum Frieden gekommen hätten. Dann hätte es nicht stattfinden. People who usually prepare for war don't pray. They're not praying beings. Menschen, die Kriegsvorbereitungen treffen, beten normalerweise nicht. Das ist eigentlich nicht üblich. This is why psychics, mediums, astrologers are able to predict for a nation. Das ist der Grund, weshalb Psychics, das sind psychische Menschen, weshalb Astrologen und weshalb Medien in der Lage sind, Vorhersagen zu treffen für ganze Nationen. But no mystery about it. Es ist absolut kein Mysterium dabei. The future is already in your mind right now. Right now. Ihre Zukunft ist bereits in Ihrem Geist, jetzt in diesem Augenblick. A good psychic, I'm not talking about a phony, a good psychic, medium or clairvoyant. Ein gutes psychisches Medium, und ich rede nicht von Phonies, also nicht von Schwindlern, ein gutes psychisches Medium ist clairvoyant, also hellsichtig. And can read the contents of your mind right now. Und kann den Inhalt ihres Bewusstseins jederzeit lesen, jetzt in diesem Augenblick. And tell you things that are going to happen. Und kann ihnen Dinge sagen, die stattfinden werden. Why? Because they've already happened in your mind. Warum? Weil sie bereits in ihrem Bewusstsein, ja bereits in ihrem Geist, ja bereits stattgefunden haben. If you're planning to get rid of the one you have. The one what? The wife you have. Oh, ja. Wenn Sie beispielsweise die Absicht haben sollten, Ihre Frau loszuwerden. Good medium or psychic or sensitive says you're going to get a divorce. Ein gutes Medium ist sehr sensitiv und wird Ihnen auf der Stelle sagen, Sie werden sich scheiden lassen. She has never seen you before. Dieses Medium hat sie niemals vorher gesehen. But you told her before she told you. Aber im Grunde haben Sie diesem Medium ja Auskunft gegeben, bevor es Ihnen überhaupt etwas gesagt hat. In this psychic passive state. Und der psychische Zustand, psychische Vergangenheitszustand, der passive psychische Zustand, der entspannte psychische Zustand. She taps your subconscious mind. In diesem passiven psychischen Zustand ist sie, also es, das Medium in der Lage, ihr Unterbewusstsein zu berühren, also Kontakt mit ihrem Unterbewusstsein zu machen. You have told her everything before she has told you anything. Sie haben im Grunde diesem Medium alles gesagt, bevor es ihnen überhaupt etwas gesagt hat. How crazy can we be? Wie verrückt können wir werden? You receive an answer when you call on the infinite intelligence. Sie bekommen immer eine Antwort, wenn Sie die unendliche Intelligenz anrufen. Infinite intelligence knows only the answer. Unendliche Intelligenz weiß immer die Antwort. Dr. Ryan of Duke University. Dr. J.B. Ryan von der Duke Universität. Known all over the world. Der ja weltbekannt ist. And the Psychical Research Society of Great Britain and America are known for over 100 years. Und die, die psychische Forschungsgesellschaft von Großbritannien und Amerika sind in der ganzen Welt bekannt. We have the most distinguished scientists in the world in the psychic field. Wir haben im psychischen Bereich verfügen wir über die bedeutendsten Wissenschaftler der Welt. Men knighted, for example, in England, such as Sir Oliver Lodge. Männer wie Sir Oliver Lodge, die zum Ritter geschlagen wurden in England. Sir William Crookes. William James in America, the father of psychology. Und William James in Amerika, der Vater der Psychologie. And many others, knighted and honored und for viele their andere work. Wurden in Großbritannien zum Ritter geschlagen und empfingen andere Ehren für ihre Verdienste. The Mathematical Society of America. Die Mathematische Gesellschaft in Amerika. The most distinguished body of scientists in America. Eine der bedeutendsten Wissenschaftskorporationen in Amerika. They checked on Dr. Ryan's experiments. Die haben die Experimente von Dr. Ryan sehr sorgfältig beobachtet und kontrolliert. And they pronounced on the validity of them, that they were valid.
Und Sie haben einwandfrei festgestellt, dass diese Versuche ihre Gültigkeit haben und ihre Berechtigung haben. No tricks. Es wurden keinerlei Tricks. No fraud. Keine Tricks angewandt, keinerlei no deception. Keine Täuschungen und es hat auch keine Ausnahmen gegeben. Dr. Ryan, his wife, who's a botanist and also a scientist. Die Ehefrau von Dr. Ryan ist Botanikerin und ebenfalls Wissenschaftlerin. They have delved into since 1930. Since 1930. What have they done since? They have delved into. Haben sich mit der Wissenschaft befasst seit 1930. Telepathy, communicating with you. Haben sich mit Telepathie seit 1930 befasst. Mit Clairvoyance, also Telepathie, und haben Dinge gesehen, die sich woanders abgespielt haben, die aber im Grunde in dem Augenblick, in dem sie es gesehen haben, stattgefunden haben. Prevision, seeing an event before it happened. Sie haben Prävisionen gehabt, das heißt, sie haben ein Ereignis gesehen, bevor es stattgefunden hat. And it happens exactly as I saw it in the dream. Und es hat so stattgefunden, wie es im Traum vorhersehbar war. Retrocognition, seeing events in the past. Und ebenfalls haben sie Ereignisse gesehen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Extrasensory. Und beispielsweise außersinnliche Reisen. Whereby a man can be sent out of his body. Wobei ein Mensch aus seinem Körper austreten kann. He has auditory. He has auditory. Er hat Dinge gehört. Visual. Er hat sie visuell gesehen. And tactual capacity. Und hat sie gefühlt. Outside his body. Er hat praktisch außerhalb seines Körpers gesehen, gehört und gefühlt. He can describe everything in the room. Er konnte alles, was im Raum sich im Raum befand, beschreiben. He can move ponderable objects. Und er hat feststehende Objekte bewegen können. He can give a message. Und er konnte eine Botschaft vermitteln. Is he dead? Ist er tot? Is he a goblin? Ist er ein Gobelin? Is he a ghost? Ist er ein Geist? He's outside his body. Er ist nur außerhalb seines Körpers. His body is 3,000 miles away. Sein Körper ist 3,000 Meilen entfernt. This was always known. Das war schon immer bekannt. That's why the whole world believes a lie. Und aus diesem Grunde glaubt die ganze Welt an eine Lüge. Your body's to infinity. Your body's to infinity. Ihr Körper ist to infinity. You know, ist unendlich. There's no end. Unser Körper ist unendlich im Grunde. You've had 1,000 bodies since you were born. I know that. Ich habe tausende Körper bereits bewohnt, wir alle haben tausende von Körpern bewohnt, bevor wir in diesen Körper hinein. And you've had 1,000 incarnations. Und wir haben tausend Inkarnationen gehabt. Because it means I appropriate more of divinity in my body and I express it. Denn wir sammeln mehr Göttlichkeit in unseren Körpern an, als wir zum Ausdruck bringen. You're an incarnation of God now. Sie sind auch jetzt eine Inkarnation Gottes. How in the name of heavens could you be a reincarnation? Wie im Namen des Himmels kann man dann eine Reinkarnation sein? Every day of your life you can appropriate more divinity. Jeden Tag unseres Lebens können wir mehr Göttlichkeit ansammeln und zum Ausdruck bringen. Life goes not backward. Das Leben geht niemals rückwärts. It doesn't tarry with yesterday. Es kettet sich nicht an gestern. Life is newness. Leben bedeutet Neuheit und weiterkommen, Fortschritt. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. If you're in the eighth grade, I can send you back to the first grade. Wenn Sie sich im achten Grad befinden, das ist also der achte Grad, hängt mit dem amerikanischen Schulsystem zusammen. Wenn Sie sich in der achten Klasse befinden, kann ich Sie nicht in die zweite Klasse zurückschicken. That's contrary to the law of nature. Das würde im Gegensatz zu den Naturgesetzen stehen. You can't come back to a mother's womb a dumb kid. Sie können nicht in den Leib ihrer Mutter zurückkehren als ein dummes Kind. There is no growth in the horizontal. Es gibt in der Horizontalen keinerlei Wachstum. There is growth in the perpendicular, going up the hill of God. Wachstum vollzieht sich nur auf vertikale Weise,
Gottwärts. Timeless, spaceless and ageless. Zeitlos, endlos und ohne Alter. That's why a boy of seven can appropriate more of God than his grandfather of 100. Und das ist der Grund, weshalb beispielsweise ein siebenjähriger Knabe mehr von Gott zum Ausdruck bringen kann als sein hundertjähriger Großvater. How crazy can people be? Wie verrückt können Menschen werden? Yeah. So all of us have psychic powers. Everybody has. So alle von uns besitzen alle von uns besitzen psychische Kräfte. Jeder von uns hat die. Deshalb sollten wir uns über Träume nicht lustig machen. There are all kinds of dreams. Es gibt alle möglichen Arten von Träumen. There are dreams of indigestion. Es gibt Träume, die mit Verdauungsstörungen zusammenhängen. Frustration. Frustrationen. Or fear. Oder Furcht. Sexual repression. Sexuelle Störungen. But there are also prophetic dreams. Es gibt aber genauso gut prophetische. For I, the Lord, will make myself known in a vision. Denn ich, der Herr, werde mich zum Ausdruck bringen durch Vision. And I will speak to man in a dream. Und ich werde zum Menschen im Traum sprechen. And your Bible from Genesis to Revelation is full of dreams and visions of the night. Und die Bibel ist von der Genesis bis zu den Offenbarungen angefüllt mit Träumen und Visionen der Nacht. Joseph interpreted the dreams for Pharaoh. Joseph hat einen Traum interpretiert. They were quite prophetic. Und Joseph und seine Zeitgenossen waren ziemlich prophetisch. They were absolutely true. Und die waren absolut wahr. He was made prime minister of Egypt. Er wurde zum Premierminister sozusagen von Ägypten ernannt. Got all the honors, emoluments, according to his prestige. Und hat alle Ehren entgegengenommen, die seinem Prestige entsprachen. Dr. Ryan's wife said, die Frau von Dr. Ryan sagte, a woman came to her, eine Frau kam zu ihr, and she told her of a very interesting episode. Und sie erzählte von ihr von einer sehr interessanten Episode. She said, I put our little baby in the cradle every night. Sie sagte, ich lege unser kleines Baby jede Nacht in die Wiege. And I say in my simple way, oh, God loves you and cares for you. Und auf meine einfache Art und Weise sage ich, Gott liebt dich und sorgt für dich. And then she said at 3 o'clock, sound asleep. She's sound asleep. Und um 3 Uhr ist sie tief im Schlaf. The water is beating on the window. Der Regen klatscht an die Scheiben. She looks at the clock in her dream, in her sleep. Und im Traum schaut sie auf die Uhr. It's 3 o'clock. Es ist 3 Uhr. And she sees the chandelier over the child. Chandelier. Und sie sieht einen Kandelaber über dem Kind. It falls on the child. Dieser Kandelaber fällt auf das Kind. Kills the child. Und tötet das Kind. She wakes up excited, agitated. Sie wacht sehr aufgeregt auf. She tells her husband. Und erzählt ihrem Mann davon. He said, it's only a dream. Go back to sleep. Und dieser Mann sagt, es handelt sich hier nur um einen Traum. Wir schlafen weiter. You don't believe in old wives' tales. Schließlich glauben wir ja nicht an alte Weibergeschichten. She said, no. She said, I'll bring that child in to sleep with us. Nein, sagt sie, das tue ich zwar nicht, aber trotzdem bringe ich das Kind, hole ich das Kind aus der Wiege raus und soll bei uns schlafen. Exactly at 3 o'clock, the chandelier fell on the crib and would have crushed the child to death. Und genau um 3 Uhr nachts fiel der Kandelaber auf diese Wiege und würde das Kind getötet haben. You are always protected if you claim guidance and protection. Sie werden immer beschützt sein, wenn Sie nach Führung und Schutz verlangen. Many times God speaks to you in a dream. Absolutely true. Oftmals spricht Gott zu Ihnen im Traum. Das ist absolut wahr. You have to learn to differentiate. Sie müssen es lernen zu differenzieren. You have to be alert and alive and quickened by the Holy Spirit. Sie müssen wachsam sein und voller Leben und vom Heiligen Geist erfüllt. They hire hostesses on the plane. In den Flugzeugen gibt es Stewardessen. Because they're alert. Weil diese Damen wachsam und they're voller Leben on the sind. Trigger.
Und weil sie sehr schnell reagieren. They won't hire a dull, apathetic, listless, sloppy woman. Sie würden auf keinen Fall, eine Fluggesellschaft würde auf keinen Fall eine schlampige und faule und träge Frau einstellen. She sees a man staggering, she's right there. Wenn sie beispielsweise einen Menschen stolpern sieht, ist sie schon da und greift zu. That's called the presence of mind or the presence of God. Und das bedeutet Geistesgegenwart, aber auch Gegenwart Gottes. Don't laugh at your dreams. Lachen Sie niemals über Ihre Träume. Your subconscious always speaks to you symbolically. Ihr Unterbewusstsein spricht zu Ihnen immer symbolisch. And if you have a recurrent dream, symbolhaft. Recurrent. Und wenn Sie einen gegenwärtigen Traum haben, it's saying to you, stop, look and listen. Dann bedeutet das in diesem Traum halt, guck und hör. Because it always seeks to heal. Denn das Unterbewusstsein sucht immer zu heilen. The symbols are always lifeward and Godward. Die Symbolik des Unterbewusstseins bewegt sich immer lebenwärts und gottwärts. When the symbol repeats itself, and you're here in Munich, go to Dr. Freitag. He'll tell you what it means. Wenn dieser Symbolismus im Traum sich wiederholt und Sie sind hier in München, gehen Sie zu Dr. Freitag. Er wird es Ihnen ausdeuten. Well, Dr. Ryan's wife, she's a botanist, but also a great psychic. Die Ehefrau von Dr. Ryan ist Botanikerin, aber hat auch außerordentliche psychische Fähigkeiten. She wrote a book of 3000 cases. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie 3000 Fälle aufgereiht hat. Clairvoyance, clairaudience. Über Hellsichtigkeit, also Voraussicht und Voraushören. Precognition. Voraussicht ist das Gleiche. Retrocognition. Und Wahrnehmung, Dinge, die bereits stattgefunden haben. Prevision. Und Vorhersage. Vorhersicht. Dr. Ryan asked one girl, Dr. Ryan. Und Dr. Ryan fragte ein junges Mädchen. She was psychic. Sie hatte ebenfalls psychische Fähigkeiten. A machine in another room, he operated the machine. Er hat an einer Maschine gearbeitet im Nebenraum. 25 cards with different symbols. 25 cards. Oh ja, in dieser Maschine befanden sich 25 Karten mit verschiedenen Symbolen. She named every single one. Und sie hat jede einzelne dieser 25 Karten beschrieben. Clairvoyance. Auf telepathischem Wege. Seeing an event before it happens. Sie hat ein Ereignis bestimmen können, bevor es stattgefunden hat. Well, Louisa Ryan said that this woman. She had two boys. Louise Rein erzählte, diese Frau hatte zwei Knaben, zwei Jungen. Oh, she loved her sons like any mother. Und sie hat ihre Söhne so geliebt, wie es ihre Mutter tut. Realized God loves them and cares for them. Und sie war sich darüber klar, dass Gott ihre Söhne liebt und für sie sorgt. Oh, somewhat like a woman who reads the 91st Psalm. Und sie verhielt sich also so wie jede Frau, die den 91. Psalm liest. She believed in the protective power of the God presence. Sie glaubte an die schützende Kraft der göttlichen Gegenwart. All right, in her dream. In ihrem Traum. Three boys come to the door in her dream. In ihrem Traum kamen drei Jungs an ihre Haustür. They want to take her two sons swimming. Und sie wollten mit ihren zwei Söhnen schwimmen gehen. To a hole around the corner. Um die Ecke rum zu einem Teich dort. They're all drowned in the dream. Und im Traum ertranken sie alle fünf. She said to her two boys in the morning, when these boys come, you don't go with them, you stay here. Und sie schärfte ihren Söhnen ein, wenn diese drei Jungs kommen, dann geht ihr nicht mit ihnen, ihr bleibt zu Hause. The boys called at the door. Die drei Knaben, die drei Jungs kamen und läuteten an der Tür. Just as she saw in the dream. Genau wie sie es im Traum vorhergesehen hatte. She said no. Und sie sagte nein.
And these three boys were drowned. Und diese drei Jungs sind ertrunken. She followed the lead which came to her. Sie ist der Führung gefolgt, die zu ihr gekommen war. When you call for God's guidance, obey it. Wenn Sie nach göttlicher Führung verlangen und Sie bekommen sie dann auch, dann gehorchen Sie ihr. You got your answer. Sie hat ihre Antwort bekommen. And the simple thing to do is to accept the answer when it comes. Und das Einfachste, was man zu tun hat, dann ist, die Antwort so zu akzeptieren, wie sie kommt. A woman who comes to my lectures, eine Frau, die in meine Vorträge kommt. Last Christmas she was asked to go by car to San Francisco. Letzte Weihnachten bat man sie, mit dem Wagen nach San Francisco zu fahren. She's a 91st Psalm, morning, noon and night. Und sie gehört zu den Frauen, die den 91. Psalm morgens, mittags und abends anbeten. The word psalm means songs of God. Und der Begriff Psalm bedeutet ja Lied Gottes. They also mean the eternal truth written in the universal subconscious mind. Und es heißt aber gleichzeitig ewige Wahrheit in das universelle Unterbewusstsein. In her dream she saw the car colliding with another and they were all killed. In ihrem Traum sah sie ihren Wagen zusammenstoßen mit einem anderen und alle Insassen wurden getötet. She told her friend the next day. Und sie sagte am nächsten Tag ihrem Freund. And she said, you should go by plane. I'm not going with you on the car. This is what I saw in my dream. Und sie sagte, the other girl ridiculed it. She said, you're in some crackpot religion. Sie sagte zu ihrer Freundin, flieg du lieber mit dem Flugzeug, ich werde auf keinen Fall im Auto mitfahren, denn so und so, das und das war mein Traum. Und die Freundin machte das Ganze lächerlich und sagte, also, du gehörst zu irgendeiner idiotischen Religion. Right. And she canceled the trip. Und sie hat die Reise annulliert. Her friend and her companion were killed. Collision, as she ihre saw Freundin it. Und die übrigen Begleiter wurden in dem Autounfall, so wie sie es vorhergesehen hat, getötet. Go back to the book of Job. In a dream and in a vision of the night. Gehen Sie, nehmen Sie sich das Buch Hiob vor. In der Vision der Nacht. When deep sleep falleth upon man. Wenn man im tiefen Schlaf ist, überkommt es den Menschen. He opened the ears of man. He opened the ears of man. Ja, es öffnet die Ohren des Menschen. And sealeth their instruction. Und versiegelt die Instruktionen. All it's saying to you is that while you're sound asleep in the bed, because your five senses are so arrogant. Und alles, was das bedeutet, ist, dass während sie schlafen im Bett, ihre fünf wachen Sinne sind so arrogant. I have no alternative but to speak to you in a dream when this is asleep. Weil deine fünf wachen Sinne so arrogant sind, habe ich keine andere Alternative, als zu dir im Schlaf zu sprechen. Then you'll have to listen to me. Dann musst du nämlich zuhören. This is when the woman talks back to man when he's asleep. Und das ist eine Möglichkeit, wenn eine Ehefrau ihrem Mann widersprechen kann, wenn er schläft. She says, you're polluting my mind. You're polluting me. Sie sagt, du verschmutzt mein Bewusstsein. Then come nightmares. Screaming out loud, und all dann kommen Albträume und dann schreit man laut auf. A woman came to me one time. Eine Frau kam mal zu mir. And she said, I get very little money from my husband. Und sie sagte, mein Mann gibt mir sehr, sehr wenig Geld. I think he has other women. Ich glaube, er hat es mit anderen Frauen. But he talks in his sleep. Denn er redet im Schlaf. Oh, so I said to her, now the next time he talks in his sleep. Und ich sagte zu ihr, also das nächste Mal, wenn er im Traum spricht. You say quietly, very slow, who is she? Dann sagst du ganz ruhig und ganz langsam, wer ist sie? He has to answer you. Er muss dann nämlich antworten. Oh, and then you say, quietly, where is the money?
Und dann sagen sie ebenso ruhig, wo ist das Geld? And he's so dopey, he doesn't know how you got it. Und dann ist er so schläfrig, dass er nicht herausfindet, woher sie ihre Informationen haben. It's the way it works. Es funktioniert mit Sicherheit. There are a lot of smart women that know that law. Es gibt eine ganze Menge sehr, sehr schlaue Frauen. And he wonders how she ever knew. Und er zerbricht sich den Kopf, auf welche Weise sie das herausgefunden hat. Because she's been listening to my lectures. Sie hat es herausgefunden, weil sie meinen Vorträgen zuhört. I'll never get married again. Now, there's a vast body of verified data. Vast body of verified data, you know. Accumulation of truths. Es gibt einen eine Körper... Eine Akkumulation der Wahrheit, die sich zu einem Körper verdichtet. Dealing with clairvoyance, clairaudience, you know, in universities throughout the world. Ach so, Körperschaften, genau. Yeah. Ich habe es falsch gemacht. Es gibt Körperschaften in Universitäten, die sich mit Clairvoyance und Hellsichtigkeit und Telepathie und so weiter befassen. A waitress in Honolulu. Eine Kellnerin in Honolulu. She is Hawaiian, a native of Hawaii. Sie ist eine gebürtige Hawaiianerin. She said that she always saw the death of her relatives in the newspaper before it happened. Diese Hawaiianerin war in der Lage, den Tod von Verwandten, die Todesanzeigen von Verwandten, Geist vor ihrem geistigen Auge in den Zeitungen zu sehen, bevor es überhaupt stattfand. A very common experience. Und das ist eine ziemlich häufige Erfahrung, die viele Menschen machen. Relatives are always communicating with each other. Denn Angehörige haben immer eine gewisse Verbindung miteinander. And the person has already accepted death in their mind. Und die Person, um die es sich da handelt, hat den Tod im Geiste schon akzeptiert. Subjectively, most people know when they're going to die. Auf subjektive Weise wissen die meisten Menschen, wann sie sterben werden. A few weeks ago, a woman of 95 years of age. Vor einigen Wochen hat eine Frau, die 95 Jahre alt war, who lives in the community where I do, die in der gleichen Gegend wohnt, wo ich wohne, she said, I'm passing on next Wednesday at 2:00. Und die sagte, ich werde weitergehen, also ich werde diese Erde verlassen am nächsten Mittwoch um 2 And Uhr. There are a few things I'd like to discuss before I pass on. Und ich möchte einige Dinge mit Ihnen diskutieren, bevor ich weitergehe. This woman knew that all her relatives were around her. Und diese Frau wusste, dass alle ihre Angehörigen um sie herum waren. It's called the cloud of witnesses. The cloud of witnesses. Und das nennt sich die Wolke der Zeugen. But she said, at night I see one of my boys. Sie sagte, in der Nacht sehe ich einen meiner Jungen. Thaddeus. Thaddeus is the name. Thaddeus ist sein Name. And all she said, he's supposed to be alive in India. Und er lebt, er sollte in Indien lebt, so viel ich weiß, lebt er in Indien. But she said he's there too. He's there too. Und er ist dort. You see, people who are clairvoyant and who are in a passive state, who are about to pass on, see all their relatives in the next dimension. Menschen, die hellsichtig sind und sich in einem passiven Zustand befinden, die sehen sind in der Lage, ihre Verwandten deutlich vor sich zu sehen. Two days later, she got a telegram saying he died in India. Sie sah also ihren Sohn sterben und zwei Tage später bekam sie ein Telegramm, in dem stand, dass ihr Sohn in Indien verstorben war. But he was there talking to her. Er war da und hat mit ihr gesprochen. That's why she was surprised. Und deshalb war sie überrascht. Now, there's a television in the room here. Wir haben hier in diesem Raum Fernsehen. We turn on the television. Eine Fernsehkamera.
There are symphonies here. Symphonies. Wenn wir diese Fernsehkamera einschalten, Music. Wir people. Haben wir haben Sinfonien hier, Musik. Dancing, singing. Singen und tanzen. They were always here. Und das war immer da. Did I have to turn the dial to prove it? Muss ich das Gerät einschalten, um das zu beweisen? If you turn on the radio, there are voices and singing here in the room. Wenn man das Radio einschaltet, dann hört man Stimmen und Gesang hier im Raum. Und es war aber immer in diesem Raum, im Äther. They were always here. Es war immer hier. Your loved ones are right where you are. Ihre Lieben sind genau, wo sie sich jetzt befinden. Separated by frequency only. Sie sind nur durch Frequenzen voneinander getrennt. Like you send 1,000 voices over a coaxial cable. Genauso wie Sie 1,000 Stimmen durch ein Mehrfachkabel senden können. They do not collide with each other. Die nicht miteinander kollidieren. A different frequency. Sie haben nur verschiedene Frequenzen. If the scales of superstition fell from my eyes. Wenn die, wenn der Aberglaube von meinen Augen, dann sieht man seine Lieben direkt hier. Undiluted by time and space. Und völlig unabhängig von Zeit oder Raum. Outside of time and space. Außerhalb von Raum oder Zeit. There is no time or space in the next dimension. Es gibt keine Zeit und keinen Raum in der anderen Dimension. You communicate by thought, you travel by thought, you're everywhere. Man kommuniziert durch Gedanken und man reist durch Gedanken. When people talk of cycles of 500 or 1,000 or 800 years, they're crazy. They don't know what they're talking about. Wenn Menschen also über Zeiträume sprechen, über 800.000 Jahre, dann sind sie im Grunde verrückt. Sie wissen nicht, wovon sie reden. The scientific thinker today visits no graveyard. Der wissenschaftliche Denker von heute besucht keinen Friedhof. Because there's nobody there. Weil nämlich niemand da ist. The tombs in all the Bibles of the world are empty. Die Gruften aller Bibeln der Welt sind leer. Why seek ye the living among the dead? Warum soll man die Lebenden unter den Toten suchen? They asked Socrates, you know, he had some sense. Sokrates hatte ja schließlich einigen Verstand. The disciples who never heard anything he taught. Er sprach zu den Jüngern, zu seinen Jüngern, die so etwas vorher noch nie gehört hatten. He said, Master, where will we bury you? Und diese Jünger fragten ihn, Meister, wo sollen wir dich begraben? He looked at them sarcastically. Und Sokrates sah sie an, sarkastisch. You foolish people can bury me any place if you can catch me. Und sie sagen, ihr Narren könnt mich dort begraben, wo ihr mich greifen könnt. How could you catch him? Und wie kann man ihn denn greifen? If you visit a graveyard, you're identifying with lack, limitation and finality. Wenn Sie einen Friedhof besuchen, identifizieren Sie sich mit Mangel, mit lack, finality, und endgültig mit Mangel, Begrenzung und Endgültigkeit. And you're building a cemetery in your own mind. Und Sie bilden einen Friedhof in Ihrem eigenen Bewusstsein. And all the organs of your body begin to die. Und alle Organe Ihres Körpers fangen an zu sterben. Why don't you give the flowers of your heart to the person right where you are? Warum geben Sie nicht die Blumen Ihres Herzens der Person dort, wo Sie gerade sind? All this is extrasensory perception. You're seeing beyond your senses, you know. Alles das ist außersinnliche Wahrnehmung. Sie sehen über Ihre fünf Sinne hinaus. A medical doctor, I attended his funeral for his wife. Ich habe einmal an einer Beerdigung teilgenommen von der Frau eines Arztes. Coming back in the car. Und ich ging zurück zum Wagen. He said, oh, we've been married 50 years. Und er sagte dazu mir, oh, wir waren 50 Jahre verheiratet. I'm distraught, I'm overwhelmed, I'm depressed.
Ich bin voller Trauer, ich bin völlig überwältigt und ich bin depressiv, ich bin niedergedrückt. Nothing matters anymore. Nichts bedeutet mir mehr etwas. I'm dejected and I'm full of sorrow. Ich bin voller Trauer und ich bin völlig niedergedrückt. Then you bring him back to common sense. Und dann bringt man ihn zurück zum gesunden Menschenverstand. I said, doctor, supposing she had passed on first. Supposing she, his wife. Well, didn't she? Hmm? No, I said, supposing ach so, you had passed on. Ah, you had, ja. Ich sagte zum Arzt, jetzt nehmen wir mal an, Sie wären jetzt gestorben. Sie wären vorweggegangen und Ihre Frau lebte noch. Yeah, supposing you had passed on first. He's the doctor. He said she'd be distraught, overwrought, depressed. She couldn't live. It would be terrible. Well, I said, you saved her all that, didn't you? Ich fragte ihn also, ja, nun nehmen wir mal an, Sie wären derjenige, der gestorben wäre. Sie wären vorangegangen. Wie würde Ihre Frau jetzt empfinden? Und er sagte, oh, sie würde ja auch niedergedrückt sein. Sie wäre voller Trauer und nichts würde ihr mehr etwas bedeuten. Und ich sage, na, das ist ja großartig. Das haben Sie ihr alles erspart. He saw the point immediately. Und er hat es sofort begriffen. Protracted grief is morbid selfishness. Und Trauer ist morbide Selbstsucht. You're holding the other person back. Sie halten die andere Person zurück. There is no love there. Da ist keine Liebe da drin. Love frees. Love gives. Love rejoices in the new birthday in God. Liebe befreit, Liebe gibt und Liebe erfreut sich in der Liebe Gottes. So we should wake up. The whole world is absolutely brainwashed. Wir sollten deshalb aufwachen. Die ganze Welt ist einer Gehirnwäsche unterzogen. If you begin to think of death in the other person, everything begins to die in you. Wenn Sie nämlich die andere Person als tot betrachten, beginnt alles in Ihnen zu sterben. Death is in us, not in the other person. Der Tod ist nämlich in uns, nicht in der anderen Person. How crazy can we be? Wie verrückt können wir sein? Apollonius of Tyana. Apollonius of Tyana. Apollonius von Tyana. 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. He was accused of heresy. A heresy. You know, what they believe to be lies about God. Er war praktisch des Heidentums angeklagt. He looked der Ketzerei angeklagt. What they believe to be false truths, you know. He looked at his judges. Er hat seine Richter angeschaut, seine Ankläger. He laughed at them. Und er hat sie ausgelacht. He dematerialized his body. Er hat seinen Körper dematerialisiert. He was 300 miles away talking to the monks instantaneously. Und zur gleichen Zeit war er 3000 Meilen entfernt und hat zu den Mönchen gesprochen. Who was he? Was he a body? Was oder wer war er? War er ein Körper? Your body is to infinity. Ihr Körper ist unendlich. Saint Anthony of Padua. Anthony of Padua, Antonius von Padua was celebrating Mass in the 12th century. Hat eine Messe zelebriert im 12. Jahrhundert. It was an Easter Sunday morning. Es war ein Ostersonntagmorgen. This is history. Und das ist Geschichte. He said, I promised to speak to the monks on Easter morning 300 miles away. Und er hat gesagt, ich habe den Mönchen 300 Meilen entfernt versprochen, zu ihnen zu sprechen am Ostermorgen. He apologized. Und er hat sich entschuldigt. He put the cowl over his head. The cowl. You know, the priestly vine. Er hat die Kapuze über seinen Kopf gezogen. Instantaneously, he was 300 miles away and gave a half-hour lecture to the monks. Und auf der Stelle war er 300 Meilen entfernt und hat einen Vortrag gehalten zu den Mönchen, bei den Mönchen. These things were always known. Diese Dinge waren von jeher bekannt. Ryan's associate, Dr. Hart. Der Mitarbeiter von Dr. Ryan, Dr. Hart. He found that 33%
hat herausgefunden, dass 33% von 155 Medizinstudenten had experiences outside their body. Erfahrungen außerhalb ihres Körpers hatten. That is, he showed irrefutable proof. Und das ist schließlich der Beweis dafür, that a man, for example, is hypnotized. Dass ein Mensch zum Beispiel hypnotisiert sein kann. And he sent to a specific mission. Und auf eine ganz bestimmte Mission geschickt werden. He goes in through the window. Und dann geht er durchs Fenster rein. He describes everything in the room. Und ist in der Lage, alles, was sich im Raum befindet, zu beschreiben. He said what you're reading and what you're doing. He tells what you're reading and what you're doing. Und er ist in der Lage, Ihnen zu sagen, was Sie lesen und was Sie tun. He tells about the girl who's taking the dictation. Und er spricht über das Mädchen, was das Diktat aufnimmt. Yet the body is over here. Und trotzdem ist der Körper hier. He demonstrated many, many such instances. Und er hat viele von diesen Beispielen demonstrieren können. For example, Dr. Hart brings out, if a mother has a proclivity or a tendency to visit her sick daughter. Wenn Dr. Hart hat zum Beispiel Folgendes zustande gebracht, wenn eine Mutter das Verlangen oder die Neigung hat, ihre kranke Tochter zu besuchen, she's in San Francisco. Dann ist sie in San Francisco. She's already in New York in the hospital where her daughter is sick. Dann ist sie, obgleich sie eigentlich in San Francisco ist sie doch zur gleichen Zeit in New York in der Klinik, in der ihre Tochter sich befindet. The daughter sees her, ministers to her. The daughter sees her, and she ministers to the daughter. Tochter sieht sie und sie spricht mit ihr und ist mit ihr. Sie pflegt sie. She's a human being. She's a personality. Sie ist ja schließlich ein menschliches Wesen und eine Persönlichkeit. Dr. Hart brought out that you can think. You can Dr. Think. Hart hat damit unterstrichen, dass sie denken können, speak, sprechen können, act, handeln können, completely independent of your physical organism. Dass sie völlig unabhängig von ihrem physischen Organismus denken, sprechen und handeln können. Psychological laboratories for the last 100 years all over this world. Psychologische Laboratorien auf der ganzen Welt haben in den letzten 100 Jahren have demonstrated. Es demonstriert, that man can think, dass der Mensch denken, sehen, hear, hören, think, see, hear, denken, feel, sehen, hören und fühlen travel, können, reisen können, independent of his physical organism. Völlig unabhängig, das alles tun können, völlig unabhängig von ihrem physischen Organismus. In other words, all the faculties of the senses. In anderen Worten, alle Fakultäten der Sinne, alle Werkzeuge der Sinne, can be duplicated in mind alone. Können im Geist allein verdoppelt werden. Nature leaves no gaps. Die Natur lässt keine Zwischenräume offen. Nature makes no mistakes. Die Natur macht keine Fehler. It was intended. Es war vorgesehen, that you use all these faculties transcendentally of your environment. Dass wir alle diese Werkzeuge benutzen, transzendental benutzen können, unabhängig von unserer Umgebung. Yes, that's very interesting and of course is well known in scientific circles today. Das alles ist sehr interessant und selbstverständlich wohl bekannt in wissenschaftlichen Kreisen. A woman who whose husband passed on. Eine Frau, deren Mann verstorben war. She wondered where the will was, she couldn't find it. Wollte herausfinden, wo sich das Testament befindet. Sie konnte es nämlich nicht finden. And she prayed this way. Und sie hat auf diese Weise gebetet. Infinite intelligence reveals to me where the will is. Die unendliche Intelligenz wird mir offenbaren, wo sich das Testament befindet. And I follow the lead which comes. Und ich werde der Führung, die zu mir kommt, folgen. She did this every night. Und sie hat das jeden Abend getan. She got no answer for several nights. Und bekam für einige Abende keine Antwort. But she persisted. Aber sie hatte es weitergemacht. He who perseveres shall receive the answer. Der, wer durchhält, wer
wer Ausdauer hat, wird die Antwort bekommen. Going into the kitchen one morning, eines Morgens ging sie in die Küche. She heard her husband's voice. Und da vernahm sie die Stimme ihres Mannes. Look up the 45th chapter of Isaiah. Und die Stimme sagte ihr, schlage das 45. Kapitel von Jesaja auf. And she opened it up and there was the will. Und sie öffnete die Bibel und da befand sich das Testament. A new will. Ein neues Testament. Documented. Dokumentiert. Legalized. Und legal. Now, she asked for guidance. Sie fragte, sie bat um Führung. The subjective wisdom. Die subjektive Weisheit. Spoke to her in a voice that she would obey and listen to her. Und die subjektive Weisheit machte sich ihr bewusst. Sie sprach zu ihr in einer Stimme, der sie gehorchen würde. You can say it was a dramatization of her subconscious. Man kann selbstverständlich sagen, das war eine Dramatisierung des Unbewussten. Or you can say her husband had this intense desire, which was communicated to her subconscious and assumed the form of a voice. Man kann aber genauso gut sagen, dass ihr Ehemann den sehr intensiven Wunsch hatte, sich bemerkbar zu machen, und er machte sich durch ihr Unterbewusstsein bemerkbar und sie hörte seine Stimme. What difference does it make? There's only one answer from one source. Es ist völlig egal, welcher Unterschied besteht daran. Es gibt ja letztlich nur eine Antwort aus einer Quelle. Speaking at a convention in Las Vegas a few years ago. Ich habe auf einer Konvention gesprochen in Las Vegas vor einigen Jahren. A young doctor sat next to me. Und ein junger Doktor saß neben mir. And he said in the Vietnam War. In the Vietnam War. Und sagte im Vietnamkrieg. He had to bail out of a plane. It was on fire. Musste aus einem Flugzeug. Er sprang mit dem Fallschirm ab und fand sich wieder im Dschungel. All alone. Ganz allein. And ministered to his wounds the best he could. Und hat seine Wunden gepflegt, so gut es konnte. He was not religious. Er war keineswegs religiös. But his sister had been sending him some pamphlets. Aber seine Schwester hat ihm einige Broschüren geschickt. And he had one in his pocket. Eine davon hatte er in seiner Tasche. And it was the Lord, the 23rd Psalm, the Lord is my shepherd, I shall not want. Und es war der 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So he said, well, there's nothing else for me to do, I might as well repeat this. Und sagte sich, na schön, da ich nun gerade nichts anderes zu tun habe, kann ich es auch ganz gut wiederholen. Yeah, his brother appeared to him. Und sein Bruder erschien ihm. He said, stay here for a half an hour. Und sagte, bleib hier für eine halbe Stunde. The medics will come and take care of you. Die Sanitäter werden kommen und werden dich versorgen. But he said, my brother was dead for 1 year. Aber sagte, mein Bruder war bereits seit einem Jahr tot. But he was my brother. Aber war mein Bruder. And the medics came in a half an hour, as he predicted. Und tatsächlich erschienen die Sanitäter nach einer halben Stunde, so wie es vorhergesagt wurde. And I asked him, how did you know I was here? I asked them rather, how did you know I was here? Und fragte seinen Bruder, woher wusstest du, dass ich hier bin? They said an officer appeared and told us exactly where you were and what to give to you. Aber fragte die Sanitäter, woher habt ihr gewusst, dass ich hier bin? Und sagte, ein Offizier erschien uns und hat uns genau gesagt, wo du dich befindest. Then they gave morphine and bound up his wounds. Haben sie Morphium gegeben und seine Wunden verbunden. And took him in a helicopter. Und haben ihn in einen Helikopter, in einen Hubschrauber. His brother disappeared. Ja, und sein Bruder verschwand. Something mysterious about it? No. Ist irgendetwas Mysteriöses dabei? Nein. Your loved ones are all around you. Ihre Lieben sind ständig um sie. People of higher dimensions than mine can come here, going to any other planet they want to. Menschen in einer fortgeschrittenen Dimension können auf jeden Planeten gehen, wo sie hingehen wollen. You can look at it this way if you want to. Sie können es auf folgende Weise betrachten, wenn Sie wollen. The man prayed for deliverance. Der Mensch hat um Errettung gebetet. The subconscious answers in its own way. Und das Unterbewusstsein hat geantwortet, aber auf seine eigene Weise. That way is hidden from you. Und dieser Weg, diese Weise, wie das geschieht, ist uns verborgen. You cannot possibly determine
how your prayer is answered. You can't do it. Denn Sie können, wir können nicht bestimmen, auf welche Weise unsere Gebete beantwortet werden. Das können wir nicht tun. If you begin to think of how, when, where, through what source, you are through. Denn wenn wir erst mal damit anfangen, darüber nachzudenken, wie und auf welche Weise und wann und wo und überhaupt, dann sind wir erledigt. You can call that a dramatization of the subconscious. Das können Sie natürlich als Dramatisierung des Unterbewussten bezeichnen. Or you can say the personality of a brother in the next dimension. Oder Sie können natürlich genauso gut sagen, es war die Persönlichkeit des Bruders in der anderen Dimension, in der nächsten Dimension. Decide to precipitate himself. Decide to precipitate himself. Ja. Er entschied sich, sich bemerkbar zu machen. And save him, save his brother. Und seinen Bruder zu retten. The subjective self is all wise. It knows only the answer. Das unendliche Selbst, das Unterbewusstsein, ist allwissend und weiß die Antworten. Some years ago, vor einigen Jahren, I was talking to a friend on the telephone. Unterhielt ich mich mit einem Freund am Telefon. And a sister of mine came in the door. Und eine meiner Schwestern kam in Beverly Hills, California. Zur Tür rein in Beverly Hills in Kalifornien. And I asked her, why didn't you tell me you were coming? Und ich fragte sie, warum hast du mir nicht gesagt, dass du kommst? I would have met you on the plane. Dann hätte ich sie vom Flugzeug abgeholt. She came to Lowestoft, Suffolk, England. Sie kam von Suffolk in England. She had on her habit and rosary beads. She was a nun. Sie war eine Nonne und sie hatte ihre Tracht an und hatte einen Rosenkranz dabei. And I gave her a cup of coffee. Und ich gab ihr eine Tasse Kaffee. We conducted a vigorous conversation for 6 or 7 minutes. Und wir haben eine sehr lebhafte Unterhaltung geführt, etwa 6 oder 7 Minuten lang. She told me of the diagnosis of the doctor in Lowestoft. Und sie hat mir von der Diagnose, die der Arzt gestellt hatte, how she had passed on. Und hat mir genau berichtet, auf welche Weise sie gestorben ist. And that she wanted to let me know. Und sie sagte mir, sie wollte mich das wissen lassen. Then after finishing the coffee. Und nachdem sie den Kaffee ausgetrunken hatte. And if I talk back and forth to you, that's a personality, isn't it? Wenn ich mich jetzt mit Ihnen unterhalte, dann ist das ja doch eine persönliche. The whole personality was there. Ihre, she answered all questions intelligently. Sie war, sie ist mir persönlich erschienen. Sie hat alle meine Fragen beantwortet. And her body dissolved, and then subsequent investigation showed that exactly at that moment in Lowestoft she had passed on. Nachforschungen haben dann ergeben, dass genau zu diesem Moment ist sie dort in England gestorben. In you see, you have bodies. To infinity, you have another body now. It's called a subtle body, a fourth-dimensional body. Wir haben ja außer unserem grobstofflichen Körper noch einen anderen Körper, nämlich den vierdimensionalen Körper. Is that the astral? Some people have weird ideas about resurrection. Einige Menschen haben recht seltsame Ideen über die Auferstehung. When your loved one passes on, he or she, you should rejoice. And the new birthday. Wenn nämlich einer ihrer Lieben weitergeht, dann, also stirbt und weitergeht, dann sollten sie sich darüber klar sein, dass er oder sie nur einen anderen Körper annimmt. Und sie sollten sich darüber freuen. Everybody who passes on, murderer, cutthroat or holy man, there's absolute bliss when that person passes on. Wenn ein Mensch stirbt, wenn ein Mensch in die andere Dimension eingeht, ganz gleich, ob es ein Mörder, ob es ein Halsabschneider oder ein Heiliger ist, es ist eine absolute Freude, wenn das geschieht. This other body, which you have now, dieser andere Körper, den Sie jetzt it's called haben, a subtle body. Ist der grobstoffliche Körper. Fourth-dimensional body. Der vier, und dann der vierdimensional, der astrale Körper. A lot of words. Das sind eine Menge Worte. But it's rarefied and attenuated. Rarefied. Aber es ist ein verfeinerter Körper, genau. And attenuated. Und erhoben.
It can go through closed doors. Es kann durch geschlossene Türen hindurchgehen. Through solid metal. Er kann durch solides Metall hindurchgehen. It's wherever it thinks it is. Und dieser Körper ist in dem Augenblick, befindet sich immer in dem Augenblick da, wo man denkt. There's no time or space in the next dimension. Es gibt in der anderen Dimension ja doch nicht Zeit und Raum. Time and space is here. Zeit und Raum befinden sich hier. If anyone teaches time and space theories, they're not in truth. Jeder, der Theorien von Zeit und Raum lehrt nicht die Wahrheit. They're back in the old orthodox idea. They're back in the old orthodox idea. Sie sind praktisch zurück in alter Orthodoxie. So there are dreams and visions of the night. Das sind also Träume und Visionen der Nacht. Which come to all of us at times. Die alle von Zeit zu Zeit zu uns kommen. And you may see events before they happen. Und wir sind, wie wir sagten schon, in der Lage, Dinge, Ereignisse zu sehen, bevor sie stattfinden. They are not foreordained. Sie sind aber nicht vorherbestimmt. Nothing is predestined. Es gibt nichts vorherbestimmt. There is no kismet. Es gibt kein Kismet. Except I'm a crackpot. Außer ich bin ein Knallkopf. A professor in UCLA, University of California. Professor. Ein Professor der Universität von Kalifornien. A brilliant woman. Es war eine Frau, eine Professorin, eine brillante Frau. Academically speaking. Ich sprach auf akademische Weise. But you're not educated until you know the laws of your conscious and subconscious mind. Sie sagte, Sie können nicht davon reden, gebildet zu sein, bevor Sie die Gesetze Ihres Wachbewusstseins und Ihres Unterbewusstseins kennen. Washington and London and other cities are full of educated fools, the derelicts. Washington, London und alle Städte der Welt sind voll von gebildeten Narren. They're doing incalculable harm. Und die in der Lage sind, einen unermesslichen Schaden anzurichten. Your government and the government of my country. Unsere Regierung und die Regierung von Dr. Merz, die amerikanische Regierung. It's an exact mathematical duplication of the state of mind of 200 million people. Ist im Grunde die genaue mathematische Widerspiegelung des Gemüts, des Geistes von 200 Millionen Menschen. You can't change the government until you change the minds of millions of people. Man kann eine Regierung nicht verändern, bevor man nicht das Bewusstsein von Millionen Menschen verändert. And then as we change our mind, we change everything in the world. Wenn wir nämlich unser Bewusstsein verändern, in dem Augenblick verändern wir alles andere in der Welt. Now, here's an attorney who has a prolonged lawsuit. Ich kannte einen Rechtsanwalt, der mit einem verlängerten Prozess zu tun hatte. The other people are intransigent, hard-yielding, they're inflexible. You can't opponent. Do anything with them. They're hard, unyielding. The opponent. Yeah. Oh ja. Seine Opponenten in diesem Prozess waren also absolut. Es war hart an sie heranzukommen und es war also eine harte Nuss für diesen Anwalt. Und dieser Prozess verschleppte. Er hatte sich auch fünf Jahre lang durch alle Instanzen geschleppt. Very frustrating. Und das war ziemlich frustrierend für den Anwalt. And then you learn the laws of mind. Und wenn das geschieht, wenn man damit zu tun hat, wie dieser Anwalt, dann lernt man die Gesetze des Geistes kennen. In prayer, you always go to the end. Im Gebet geht man jedes Mal bis zum Ende. And having seen the end, und wenn man das Ende gesehen hat, nämlich den erwünschten Zustand, you have willed the means to the realization of the end. Dann hat man auch die Möglichkeiten und Wege gefunden, um dieses Ende zu verwirklichen, es herbeizuführen. Sehen wir es uns auf andere Weise an. You go into a movie. Wenn wir ins Kino gehen, the man is going to be sent to the guillotine. Und sehen da einen Mann, der auf die Guillotine geschickt wird, it's all circumstantial evidence. Dann ist es alles Beweis von Umständen, die dort geschehen. He's really not guilty. Er
Er ist verurteilt aufgrund von Indizien und ist in Wirklichkeit unschuldig. But all weeping and crying. Und alles schreit und weint. At the last minute, he gets a reprieve. Und im letzten Augenblick bekommt er eine Begnadigung. And they're all rejoicing. Und alles freut sich. Er bekommt ein Wiederaufnahmeverfahren und alles freut sich. That's the end. Das ist das Ende des Films. All right. You paid 6 marks to see the movie. Sie haben also 6 Mark bezahlt, um sich diesen Film da anzusehen, mit dieser Story. You're going to wait for the beginning. Und Sie warten jetzt auf den Beginn des Films. You see the whole thing through. Und sehen sich nun die ganze Handlung an. When it comes to the end, you're unmoved, undisturbed. Und da Sie jetzt in das Kino reingegangen sind und das Ende des Films gesehen haben, wie es eben geschildert wurde, und Sie sehen jetzt den ganzen Film, die ganze Handlung nochmal, entdecken Sie plötzlich, dass Sie, wenn Sie das Ende das zweite Mal sehen, dass Sie völlig unberührt davon sind. You have seen the end, and the end is a happy ending. Sie haben nämlich das Ende schon vorher gesehen und das Ende ist durchaus glücklich, ein happy ending. That's called prayer. Und so vollzieht sich das Gebet, das ist das Gebet. You always go to the end. Sehen Sie das Ende, nehmen Sie das Ende wahr. So I told this attorney. Und ich habe also diesem Anwalt gesagt, to just still his mind and mobilize his attention. Wenn you know, still as mine. Wenn Sie im Gemüt ruhig sind, dann lassen Sie jede Spannung fahren. And to imagine that I was there. That I was there at night when he's Und wenn Sie des Nachts sich entspannen, stellen Sie sich vor, ich bin da. Mentally and spiritually you are there. Dann sind Sie mental, also geistig und mental und geistig dort. Your head is on the pillow and your eyes are closed and you can see me right in front of you. Dann liegt Ihr Kopf im Kissen, Ihre Augen sind geschlossen und Sie können mich direkt vor sich sehen. That's the quickest, surest, most wonderful way in all the world to get an answer to your prayer. Wenn Sie also sich vorstellen, dass ich bei Ihnen bin und Sie sehen mich plastisch vor sich, das ist der schnellste und sicherste Weg, die Antwort auf ein Gebet zu bekommen. Vorstellungskraft. Select one person in the world who'd love to hear good news about you. Suchen Sie sich einen Menschen auf der Welt heraus, der der Neuigkeiten von Ihnen hören will. It isn't always a relative. Tell them nothing. Ich muss nicht unbedingt ein Angehöriger sein. Denen sagen Sie lieber nichts. But you always have one. If you don't, you're in trouble. Aber es gibt für jeden von uns gibt es einen Menschen. Wenn Sie nämlich keinen haben, dann haben Sie Schwierigkeiten. You must have one person in the world who would love to hear good news about you. Es muss schließlich einen Menschen geben, der es wirklich mag, von Ihnen zu hören. So all he did was hear me say to him, congratulations and the harmonious ending. Und dieser Anwalt, der die vielen Schwierigkeiten hatte und diese langwierigen Prozesse, hat sich gefreut, von mir zu hören, und er sah mich vor sich, also Dr. Murphy natürlich, vor sich und hörte, wie er sagte, ich gratuliere Ihnen zu dem glücklichen Ende dieses Prozesses. And he stopped giving any power to anybody else. Und damit hörte er auf, anderen Menschen und den Umständen Macht zu verleihen. The person who was most difficult, und die Person, die am schwierigsten war in diesem Fall, who's obstreperous, der also in jeder Weise hinderlich wirkte, you couldn't talk to her. You know, she's unmoved. Also eine Frau. Es war eine Frau. Also diese Frau, mit der konnte man nicht reden. She died in her sleep. Die ist in ihrem Schlaf gestorben. And then he said to me, he didn't know very much about the law. He said, I didn't want you to kill her. Und dieser Anwalt, der verstand natürlich nicht viel vom Gesetz des Geistes, der sagte, ja, um Himmels Willen, ich wollte natürlich nicht, dass sie umbringen. The law works its own way, and always you contemplate the happy ending, the divine solution. Das Gesetz wirkt auf seine eigene Weise. Und das Gesetz ist immer unfehlbar, wenn man sich die glückliche Lösung plastisch vergegenwärtigt. That's right. Now, there was a waiter in Honolulu. Ein Kellner in Honolulu.
And he said that there was another man, he was very successful in life. Der sprach von einem anderen Mann, der im Leben sehr erfolgreich war. He said another man, Kahuna, was practicing voodoo against him. Und, black magic. Gegen diesen erfolgreichen Mann hatte ein Kahuna-Priester schwarze Magie verübt. And that everything was going wrong in his life. Und der hatte praktisch verursacht durch schwarze Magie, dass ihm alles schief, dem Kellner alles schief. Now this is the most stupid thing in all the world. Dass dem Kellner alles schief ging. Und das ist das Idiotischste auf der ganzen Welt. It's like the person who takes the word Lucifer literally, you know. Das ist genauso, als wenn ein Mensch das Wort Lucifer, den Begriff Lucifer wörtlich nehmen würde. I saw Lucifer fall from heaven. How art thou fallen, O Lucifer? Lucifer is the light. Yes. Get a match. Lucifer ist, wie wir schon wissen, das Licht, und ich habe Lucifer vom Himmel fallen. Well, light falls das Licht on earth, doesn't it? Das Licht fällt auf die Erde. And we have limitation, don't we? Und wir haben Begrenzungen. Chicago is several thousand miles away from you, that's your limitation. Wenn nämlich Chicago sich einige tausend Meilen von uns entfernt befindet, das, so das ist unsere our limitation that we discover our divinity. Und andererseits ist es aber nur durch unsere Begrenzung, dass wir uns unserer Göttlichkeit bewusst werden können. So Lucifer means light. Lucifer bedeutet Licht. But if the light in thee be darkness, aber wenn das Licht in dir Dunkelheit how great ist, is the darkness? Wie groß ist die Dunkelheit? Now, how could light be darkness? Wie kann aber Licht Dunkelheit sein? If I have knowledge and information given to me about God and life and afterlife, and it's all false, then the light in me is darkness. Wenn ich nämlich Wissen und Information über Gott habe, die in jeder Weise falsch ist, dann ist das Licht in mir Dunkelheit. How great is that darkness? Wie groß ist diese Dunkelheit? How great is that ignorance? Wie groß ist die Ignoranz, die Unwissenheit? How great is that brainwashing? Wie groß ist die Gehirnwäsche? How great is that hypnotic message of the world? Wie groß ist die hypnotische Botschaft der Welt? All right. Now if the light in thee be darkness, wenn das Licht in dir Dunkelheit ist, and I give you true knowledge of God, und ich gebe dir wahres Wissen über Gott, then I see Satan, the false idea, fall like lightning from heaven. Dann sehe ich nämlich Satan, die falsche Idee, wie ein Blitz vom Himmel fallen. A boy of seven can understand it. Ein siebenjähriger Junge kann das verstehen. But not the theologian. Aber nicht der Theologe. He's sick. Der ist nämlich krank. He needs to take a little more vodka. Er sollte etwas mehr Wodka zu sich nehmen. Well, anyhow, I told this man, a waiter, I knew him. Waiter. Und diesen Kellner, den ich kannte, that a voodoo spell was cast on him. Dieser Kellner, den ich kannte, glaubte fest daran, dass ein Voodoo-Fluch über ihn geworfen wäre. No, nobody has any power to hurt you. Niemand hat irgendwelche Macht, sie zu verletzen. Who shall hurt you if you're a follower of that which is good? Wer sollte sie denn verletzen, wenn sie dem folgen, was gut ist? No evil shall befall the just. Kein Übel soll über die Gerechten no kommen. Plague shall come nigh thy dwelling. Und keine Plage soll sich deiner Hütte nahen. If God be for me, who on earth can be against me? Wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? One with God is the majority. Einer zusammen mit Gott stellt die Mehrheit. If my thoughts are God's thoughts. Wenn meine Gedanken Gottes Gedanken sind. God's power is with my thoughts of good. Gottes Kraft ist mit meinen Gedanken, mit meinen guten Gedanken. If I can give it, I cannot receive it. Wenn ich es nicht geben kann, kann ich es auch nicht empfangen. So supposing you have 10,000 people saying that you drop dead, they hate the sight of you and get some terrible disease, it all goes back to them, boomerangs, because you can't give it. Angenommen, es sind 10,000 Menschen, die ihnen die Pest an den Hals wünschen und die wollen, dass sie tot umfallen. Solange sie selbst von diesen
Schwingungen nicht ergriffen werden, wird wie ein Boomerang werden diese Gedanken selbst zu diesen 10.000 Menschen zurückkommen und sie werden unbehelligt bleiben. I gave this man a simple prayer. Und ich habe diesem Mann ein ganz einfaches Gebet. I said, read the 91st Psalm 3 times out loud at night and morning. Und ich habe gesagt, lesen Sie den 91. Psalm laut. In der Nacht und am Morgen. It's the great protective psalm. Das ist der große Psalm des Schutzes. It builds up an immunity. Es bildet eine Immunität heran. You become God intoxicated. Sie werden praktisch trunken von Gott. You build up the divine antibody. Sie bilden damit den göttlichen Antikörper. All right. Then I gave him a simple prayer. Und ich habe ihm ein einfaches Gebet gegeben. I said, close your eyes several times a day. Ich sage, an verschiedenen Zeiten am Tag, schließen Sie die Augen. And imagine. Und stellen Sie sich vor. You're in the sacred circle of God's eternal love. This way. Und stellen Sie sich vor, Sie sind im heiligen Kreis von Gottes ewiger Liebe. The light of God surrounds me. Das Licht Gottes umgibt mich. Light of God enfolds me. Das Licht Gottes hüllt mich ein. The light of God enwraps me. Und das ist the same word in German. Yeah. Und das Licht Gottes hüllt mich ein. It is possible to see the light, you may or may not, but it is possible. Es ist durchaus möglich, dieses Licht visuell wahrzunehmen, es zu sehen. Sie können aber auch nicht. Then you're invulnerable. Dann sind Sie unverletzlich, invincible. Undurchdringlich. Dann sind sie unsichtbar. Impervious to all harm. Und dann sind sie, ist niemand in der Lage, sie zu verletzen. Sie sind unverletzbar, nichts kann sie berühren. You're immunized. Sie sind absolut immunisiert. Whenever you think, I told him, whenever you think of that man, und ich sagte ihm, wann immer Sie an diesen Mann, nämlich den Kahuna-Priester, denken, whom you say is practicing black magic, black von magic. Dem Sie glauben, dass er schwarze Magie anwendet, say God loves me and cares for me. Dann sagen Sie, Gott liebt mich. Sagen Sie sich, Gott liebt mich und sorgt für mich. And God be with you, my young man. Und so, was den Kahuna-Priester angeht, sagen Sie, Gott sei mit dir. How on earth could he be hurt? Und wie kann es überhaupt dann passieren, dass ich dann verletzt sein kann? Sie können es nämlich gar nicht. Es kann nicht zu Ihnen durchdringen. He's giving a benediction. Sie weisen es nämlich zurück. A boomerang to this man. Es prallt an ihnen ab und wie ein Boomerang fällt es auf diesen Mann zurück. He sent me a clipping from the Honolulu Advertiser. Und er hat mir einen Zeitungsausschnitt geschickt vom Honolulu Advertiser. A newspaper. Eine Zeitung. He went to the grocery store, this man. Dieser Mann ging in ein Lebensmittelgeschäft. He dropped dead on the way home. Dieser Kahuna-Priester ging in ein Lebensmittelgeschäft und auf dem Heimweg fiel er tot um. He killed himself. Er hat sich selbst umgebracht. Because he's sending it out, the other can't receive it. It boomerangs. Wenn nämlich üble Gedanken bzw. schwarze Magie aussendet und der andere weist es zurück, hat sich immunisiert dagegen, dann kommt es wie ein Boomerang auf ihn zurück, auf den Aussender der üblen Gedanken. Recoils with double force. Und zwar in doppelter Kraft. And he killed himself. You see? Und dieser Kahuna-Priester, der diese schwarze Magie anwendet, hat sich selbst umgebracht. Hate kills love and peace and harmony and joy and vitality. Sehen wir uns auf diese Weise. Der Hass tötet Liebe, Frieden, Harmonie, Vitalität und Leben. Ja. So murder is of the heart. The Bible says, thou shalt not kill. It does not say that at all. Wenn es in der Bibel heißt, du sollst nicht töten, dann ist damit durchaus nicht töten gemeint. It says, thou shalt do no murder. It's written in Hebrew. Und im Hebräischen heißt es, du sollst keinen Mord begehen. And murder is of the heart. Und ein Mord begeht man ja praktisch im Bewusstsein, im Herzen. And millions of people are murdering morning, noon and night. Und Millionen Menschen begehen nämlich einen Mord morgens, mittags und abends, nämlich geistig. They're murdering love. Sie morden Liebe, peace, den Frieden, harmony, die Harmonie, joy, Freude, goodwill, guten Willen, forbearance, und Fortkommen, wealth,
Und Vermögen, Wohlstand, Wohlstand, Glück und alles. Keep it up. Death may come some way through a bullet or through cancer. Wenn wir diesen Bewusstseinszustand nämlich aufrechterhalten, kann der Tod auf viele Weise kommen, durch eine Kugel oder durch den Krebs. That's a simple truth. But you see, the lot of people take the Bible literally and they go absolutely balmy. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, aber viele Menschen nehmen die Bibel wörtlich und dadurch haben sie die Schwierigkeiten. You know, it's like Judge Troward of India. Es ist wie Richter Troward in Indien sagte. He was giving a lecture in London. Er hat in London einen Vortrag gehalten. He said there is no devil. Devil is of evil, misuse of law. Troward sagte, es gibt keinen Teufel. Der Teufel ist die falsche Anwendung des Gesetzes des Geistes. So a woman said to him, you said there was no devil. Und eine Frau sagte ihm, sie behaupten, es gäbe keinen Teufel. What do you want him for, yourself? Und er antwortete, ja, wozu wollen Sie einen Teufel? Für sich? For your husband? Für Ihren Ehemann? For your sister? Für Ihre Schwester? He said, what the devil do you want him for? Und sie sagte, was zum Teufel, wozu zum Teufel wollen Sie den Teufel? You know, many people, because of weird religious beliefs, the insane asylums are full of them. And they all have personal saviors. Die Irrenanstalten sind voll von Menschen, die irgendwelche wilden und unüblichen religiösen Auffassungen haben und Meinungen haben. They have gangsters in charge of their mind, which play havoc with them. Sie haben praktisch Gangster, die von ihrem Bewusstsein Macht ergriffen haben und die treiben natürlich ein wildes Spiel. This professor of psychiatry was going through the ward of a hospital, religious ward. Ein Professor der Psychiatrie hat eine Station in einer Klinik, hat Visite gemacht auf einer Station in einer Klinik. And he said to this man, he said, who are you? Und er fragte einen Patienten, wer sind Sie? He said, I'm Stalin. Und der sagte, ich bin Stalin. But he said, the last time we were here, you said you were Lincoln. Aber er sagte, Moment, das letzte Mal, als ich hier war, da behaupteten Sie noch Lincoln zu sein. That was by my first wife. Und der, what? That was by my first wife. Und er sagte, ja, das behauptete meine erste Frau. That's how balmy people get. So verrückt können Leute sein. Troward, when he went to India, als Troward nach Indien ging, he went into a certain home. Ging er in ein bestimmtes Haus. His wife was asleep. Und seine Frau schlief. She woke up suddenly. Und plötzlich erwachte sie. She saw a man in the room. Und sah einen Mann im Zimmer. He put a gun to his head. Und dieser Mann setzte einen Revolver an seine Schläfe. He said, don't worry. Don't worry. He or she said. He said. Und er sagte, mach dir keine Sorgen. And he shot himself. Und hat sich aber erschossen. On the street. Fiel zu Boden. She woke him up. She woke Troward up, her husband. Und seine Frau weckte Troward auf. She said, I'm not asleep. I'm not in a trance. And here's this Englishman, the English officer. He's right there. He said, don't worry. And he puts a gun to his head and shoots himself. Und sie erzählte ihm, sie sagt, ich schlafe nicht und ich bin auch nicht im Trance, aber ich sehe hier einen englischen Offizier vor mir, der dann einen Revolver an die Schläfe setzt und sagt, mach dir keine Sorgen. Und dann erschoss ich. Troward then went to the woman who leased them the apartment. Und Troward ging dann zu der Frau, die ihnen das Appartement vermietet hatte. And she said, yes, there was an English officer that shot himself in that room 1 year ago. Und diese Vermieterin sagte, ja, es gab einen englischen Offizier, der sich in diesem Zimmer erschossen hat. And they gave him another room. Und die Vermieterin gab ihnen ein anderes Zimmer. Now Troward explained it. He was a great mystic, you know. Und Troward war ja bekanntlich ein großer Mystiker. He wrote these inimitable textbooks on mental science. Er hat ja diese großartigen Textbücher über mentale Wissenschaften geschrieben. He told Harry Gaze, an old friend of mine. Er hat Harry Gaze, einem alten Freund von Dr. Murphy, gesagt. Harry Gaze knew him intimately in London.
Harry Gase hat ihn sehr, war sehr eng mit ihm befreundet in London. One time he said to Raja, send for him for dinner in the evening. Who? Raja. Ah, ein Raja hat ihn eines Abends zum Dinner eingeladen. Send a horse and, you know, a carriage, four horses and a carriage. Und hat ihm eine Kutsche geschickt mit vier Pferden. And he was brought to the Raja's home. Und diese Kutsche brachte ihn zum zur Wohnung des Rajas. And there was a big steel door. Und da war eine große Stahltür. The driver of the car. Der Kutscher des Wagens. Went through the door. Ging direkt durch diese Stahltür. George said, I had to wait and press the bell. Er sagte, ich musste warten und musste auf den Knopf drücken, for the butler to open up. Damit der Butler öffnen konnte. He said, that fellow knew more than I did. Und er sagte, dieser Kerl wusste mehr als ich, der konnte direkt durch die Statue durch. And Sir Alexander Cannon, und Sir Alexander Cannon, who wrote many books, der ebenfalls viele Bücher geschrieben hat, an authority on Tibetan India. Er ist eine große Autorität über Tibet und Indien. He was going to a lamasery in Tibet. Er ist durch eine Lamaserie in Tibet gegangen. And they went the wrong way. Und sie haben sich verirrt, sind den falschen Weg gegangen. They came to a great chasm, great divide, chasm, water between mountains. Sind dann in eine Schlucht geraten. They couldn't cross. Und konnten diese Schlucht nicht überqueren. They lost their way. Und verloren also praktisch die Orientierung. He said, the Lama, one of the monks, appeared. Einer der Mönche, ein Lama, erschien. He said, I know you're visiting our lamasery. Und er sagte, ich weiß, dass Sie unsere Lamaserie besuchen wollen. He said, I'll lift you up. Ich werde Sie anheben. They were all levitated across to the bank. Und sie alle levitierten und kreuzten diese Schlucht. All this is according to law. Und alles das ist Gesetzmäßigkeit. But a higher law. Aber selbstverständlich eine höhere Gesetzmäßigkeit. Like a plane leaves the earth. Und zwar nach der gleichen Gesetzmäßigkeit, nach der sich ein Flugzeug in die Luft erhebt. It seems to overcome the law of gravity, but it does not. Es erscheint so, als ob das Gesetz der Schwerkraft überwunden wird, aber es tut es ja gar nicht. It conforms to a specialization of the law. Es entspricht einer Spezialisierung des Gesetzes. For all is law. Denn alles ist Gesetz. And all is love. Und alles ist Liebe. So Troward explained it this way. Troward hat es auf diese Weise erklärt. That the suicidal man, the suicide, left an impression, a photographic pattern. Dass der Mensch, der dieses Suizid, diesen Selbstmord begangen hat, einen fotografischen Eindruck hinterlassen hat. In the psychic atmosphere. In der psychischen Atmosphäre. Which exists all around us. Diese psychische Atmosphäre existiert ja um uns herum, um uns alle herum. That's why a person, a good medium, in a deep trance. Und das ist auch der Grund, weshalb eine Person, ein gutes Medium im Tieftrance, can look back and see George Washington kneeling on the snow. Beispielsweise zurückschauen kann und George Washington sehen kann, wie er im Schnee kniet. It doesn't mean that she's George Washington. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass sie identify with him. Obgleich einige Knallköpfe sich damit identifizieren. We have two psychologists in Beverly Hills, California. Wir haben drei Psychologen in Beverly Hills in Kalifornien. One says Lincoln is roaming around in 50 men. Und einer dieser Psychologen sagte, Lincoln bewegt sich durch die Gegend in allein in 50 Menschen. And Washington about 100 walking around. Und es gibt etwa 100 Washingtons, die hier durch die Gegend. All crazy, all nuts. Alles natürlich Verrückte. Don't you know that you were all men who ever lived and ever will live? Wissen Sie nicht, dass Sie im Grunde jeder Mensch sind, der je gelebt hat und jemals leben wird? A common sense tells you. Spiritually speaking, you've been everywhere. Der gesunde Menschenverstand sagt Ihnen, geistig gesehen und geistig sprechend, Sie können überall sein. You've visited all countries are within you. Sie sind überall gewesen, Sie haben sämtliche Länder gesehen. You wrote all languages.
Sie haben alle Sprachen gesprochen. You've been everywhere, you've seen everything. Sie sind überall gewesen, Sie haben you've alles gesehen everything. Und Sie haben auch alles gehört. Spiritually speaking, when the morning stars sang together. Wenn der Morgen, die Morgensterne zusammen gesungen. And the sons of God shouted for joy. Und die Söhne Gottes vor Freude gejauchzt haben, dann waren sie da. You wrote all languages, you were all men who ever lived. You were Jesus, you were Moses, Elijah and Buddha. Sie haben alle Sprachen geschrieben und sie waren in jedem Menschen, der je gelebt haben. Sie waren Jesus, sie waren Buddha, sie waren, who else? Elijah. Elisio. Confucius. Konfuzius und so weiter. Because Spirit has played all roles. Weil ja doch der Geist sämtliche Rollen gespielt hat. Wore all garments. Und alle Roben getragen hat. It's plain, harsh sense. Das ist gesunder Verstand. A child could understand it. Jedes Kind könnte das begreifen. If he's 7 years old. If he's 7 years old. Eben wenn 7 Jahre alt ist. Sind hier. Oh ja. When you conclude with a prayer, if could you conclude with a prayer later on and include those those people suffering from cancer? Right, fine, there sure. are a couple of them here. Very good. Fine. That's good. Well, now I bring that out so that you'll realize that you've been everywhere. Ich habe das jetzt unterstrichen, damit Sie sich darüber klar werden, dass Sie schon überall gewesen sind. You've seen everything. Dass Sie alles gesehen haben. You wrote all the Bibles of the world. Dass Sie alle Bibeln der Welt geschrieben haben. You spoke all languages. Dass Sie alle Sprachen der Welt gesprochen haben. You're all men who ever lived. Dass Sie praktisch jeder Mensch waren, der je gelebt And hat. Will live. Und je leben wird. Because we're all garments. Weil wir alle Roben sind, sozusagen, wears, die Gott trägt, as we move through the illusion of time and space. Wenn wir uns durch die Illusion von Raum und Zeit bewegen. Don't you know that the word individual means the indivisible one? Wissen Sie nicht, dass der Begriff Individuum bedeutet der unsichtbare Mensch? That's why you know. That's why you've been everywhere and seen everything. Und das ist der Grund, weshalb Sie überall gewesen sind und auch alles gesehen haben. It doesn't mean because you go back into regression and you see Lincoln that you were Lincoln. Das bedeutet selbstverständlich nicht, wenn Sie geistig zurückgehen und beispielsweise Lincoln sehen, dass Sie Lincoln gewesen sind. You know, the psychologist put Pat into a trance. The psychologist put Pat into a trance. Patton, General Patton? Oh, no, just John. Put John into a trance. Ah ja, ach so, wenn ein Psychologe einen Menschen in Trance versetzt, John beispielsweise. And his suggestion that he gives to himself is greater than the suggestion of the psychologist. Und wenn die Suggestion, die sich selbst gibt, größer ist als die, die vom Psychologen bekommt. He said, who were you 200 years ago? Und sagt, wer warst du vor 200 Jahren? No, no answer. Kommt keine Antwort. He said 500 years ago. Where, who were you? Und nächste Frage ist, wer warst du vor 500 Jahren? Not a word. Keine Antwort. He said 1000 years ago. Vor 1000 Jahren. Not a word. Ebenfalls keine He Antwort. He said, who were you before England and Ireland were ever formed? Und fragte, wer warst du denn bevor England oder Irland überhaupt jemals in Form kam, zustande kam. He said, on the seventh day I rested. Da sagte er, am siebten Tag ruhte ich. That was a very good one. Your subconscious will give the operator what that operator wants, even silently, if he doesn't say a word. Ihr Unterbewusstsein gibt... It's the great harlot of the mysteries. I'll give you anything you want. Ihr Unterbewusstsein gibt dem, der es betätigt, nämlich ihm, Ihnen, jede Antwort, die Sie haben wollen. Und das ist das große Mysterium. Well, George brought an interesting thing. He said, in the psychic atmosphere, the suicidal thing is there, never lost. Um auf diesen Fall zurückzukommen, Troward hat also damit zum Ausdruck gebracht, dass in der psychischen Atmosphäre
diese Suizidangelegenheit, diese Selbstmordangelegenheit vorhanden war. Yeah. That's why there's nothing lost in my holy mountain. Und das ist der Grund, weshalb nichts verloren gehen kann. Nichts ist verloren auf meinem heiligen Berge. It's true that a psychic is sensitive, can look back thousands of years and see something happening. Es ist einfach wahr, dass ein psychisch begabter Mensch 1000 Jahre zurückschauen kann und Dinge sehen kann, die stattgefunden haben. But it doesn't mean she's Cleopatra. Das bedeutet aber nicht, dass die Betreffende, wenn es eine Frau ist, jetzt deshalb Cleopatra gewesen sein muss. You are all men, whoever lived, whoever will live, who are living now. Sie sind jeder Mensch, der je gelebt hat, jeder Mensch, der jemals leben wird. All right, let's have our silent prayer now. Dann wollen wir zu abschließend. And first of all, say to yourself, sagen Sie sich selbst, I forgive myself for harboring negative thoughts of any kind. Ich vergebe mir selbst dafür, dass ich negativen Gedanken jeglicher Art nachgehangen habe. If there is anyone who's ever hurt me or injured me, wenn es einen jemanden geben sollte, der mich jemals verletzt hat oder in any way, shape or form, ganz gleich auf welche Art und Weise das geschehen ist, I fully and freely forgive that person or persons now. Dann werde ich jetzt dieser Person voll und ganz vergeben. I am sincere, I mean this, and I decree it. Ich bin aufrichtig, ich meine das wirklich und ich erkläre es. I wish for them all the blessings of life. Ich wünsche diesen Menschen alle Segnungen des Lebens. When anyone of them comes into my mind, wenn einer von ihnen mir in den Sinn kommt, I will say I have released you to God. Dann sage ich, ich übergebe dich Gott und Gott sei mit dir. After a while, nach einer Weile, I can meet that person in my mind. Dann kann ich dieser Person im Geiste begegnen. And there will be no sting there. Und dann wird nichts mehr übrig sein. I will rejoice at hearing good news about that person. Dann wird nichts mehr übrig sein von dem alten Ressentiment. Ich freue mich darüber, das Gute von dieser Person zu hören. If I can't rejoice in hearing good news about the person who wronged me, wenn ich mich nicht darüber freuen kann, wenn ich etwas Gutes über diese Person, die mir wehgetan hat, höre, it means that's my problem. It's a poison pocket in my subconscious. Dann bedeutet das, dass ich ein Problem habe. Es ist nämlich Gift, das ich in meinem Unterbewusstsein speichere. Therefore you continue blessing the other and forgiving yourself. Deshalb werden Sie weitermachen. Sie werden fortsetzen, diese Person zu segnen, bis sie sich frei davon fühlt. And you know very well that love casts out fear, hate, jealousy, everything unlike itself. We have no alibi, we have no excuse. Und Sie wissen sehr gut, dass Liebe alle Furcht beseitigt. Now having forgiven ourselves and others, wenn wir uns selbst vergeben haben und anderen, then we can pray. Dann können wir beten. Because when you stand praying, forgive if you ought against any. Bevor Sie nämlich anfangen zu beten, sollten Sie jedem Menschen vergeben, gegen den Sie etwas haben können. Common sense tells you, you can't pour distilled water into a dirty vessel and have clean water. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass wir kein destilliertes Wasser einfüllen können. Dirty water. Dass wir kein destilliertes Wasser mit verschmutztem Wasser vermischen können. Likewise, the Holy Spirit cannot flow through a contaminated mind. Ebenso kann der Heilige Geist nicht frei durchfließen, wenn wir unser Gemüt blockiert haben mit negativen Gedanken. How can a person get a healing who's full of resentment, self-condemnation, antagonism, criticism, ill will? Wie kann eine Person geheilt werden, die angefüllt ist mit Ressentiments, mit Hass, mit Ärger, mit Verdruss? That's their sickness. Das ist die Krankheit. You must get rid of the cause. Wir müssen die Ursache beseitigen. Then the effect passes away. Dann wird auch die Wirkung verschwinden. All right. So now, no matter what your problem is, so ganz gleich, having forgiven everybody,
ganz gleich, wie ihr Problem beschaffen sein mag. And having forgiven yourself for harboring negative thoughts. Ganz gleich, wie ihr Problem beschaffen sein mag, nachdem sie sich selbst vergeben haben und nachdem sie anderen vergeben haben und sich selbst vergeben haben dafür, dass sie negative Gedanken beherbergt haben. To forgive is to give for. Zu vergeben bedeutet, etwas anderes dafür zu geben. Forgive and forget mean the same thing. Vergeben und vergessen bedeutet das Gleiche. All right, now you say I have forgiven myself for having negative thoughts and I resolve not to do that anymore. Sie sagen sich also, ich vergebe mir selbst dafür, dass ich negative Gedanken beherbergt habe und ich werde es nicht mehr tun. Then I remind myself of the great truths of life. Und ich werde mich an die große Wahrheit des Lebens, auf die große Wahrheit des Lebens besinnen. I am the Lord that healeth thee. Ich bin der Herr, der dich heilt. I am the Lord thy God, I will come and heal thee. Ich bin der Herr, dein Gott, und ich werde kommen und dich heilen. I will restore health unto thee and heal thee of thy wounds. Ich werde deine Gesundheit wiederherstellen und werde deine Wunden heilen. Saith the Lord my God. Das sagt der Herr, dein Gott. God is guiding you now. Gott führt sie jetzt. There is right action in your life. Richtige Handlungen. God's healing love. Gottes heilende Liebe. Saturates your whole being. Durchdringt ihr ganzes Sein. God's healing love dissolves every single thing unlike itself. Gottes heilende Liebe löst alles auf, das nicht in ihrem Gemüt sein sollte, alles Negative. God's river of peace flows through your mind and your heart. Gottes Fluss des Friedens durchfließt ihr Gemüt und ihr Herz. The healing light of God. Das heilende Licht Gottes flows through durchfließt every atom of my being, jeden Atom meines Seins, making me whole, pure, relaxed and perfect. Macht mich vollkommen, macht mich rein, macht mich entspannt. The love, the light and the glory of God flow through me. Die Liebe, das Licht und die Herrlichkeit Gottes durchfließt mich. In transcendent loveliness. In transzendenter Liebe. Saturating my whole being. Und durchdringt mein ganzes Sein. So that my whole body. So dass mein ganzer Körper. Dances. Tanzt. To the rhythm of the eternal God. Zum Rhythmus des ewigen Gottes. My mind is full of peace and poise. Mein Geist ist erfüllt von Frieden, balance and equilibrium und Ausgeglichenheit. So I'm full of faith in God, in life, in the universe. Ich bin erfüllt vom Glauben an Gott, vom Glauben an das Leben und vom Glauben an das Universum. And all good things. Und an alle guten Dinge. Whatever the problem is right now. Was immer, wie immer das Problem beschaffen sein mag jetzt. Do not dwell on the problem. Ich denke nicht mehr über das Problem nach. But realize, sondern bin darüber klar. The infinite healing presence which made you from a cell. Dass die unendliche heilende Gegenwart, die sie aus einer Zelle heraus erschaffen hat, is the only healing power there is. Die einzige Heilkraft darstellt, die es gibt. It knows all the processes and functions of your body. Sie kennt alle Prozesse, alle Handlungen, alle Vorgänge und alle Funktionen ihres Körpers. And you quietly say to yourself, und sie sagen sich selbst in Ruhe, this healing power of God, diese heilende Kraft Gottes, is focused at that point, ist auf diesen Punkt gerichtet. In my subconscious mind. In meinem Unterbewusstsein. Where the problem is. Dort, wo sich das Problem befindet. And God's healing light dissolves it and neutralizes it. Und Gottes heilendes Licht löst es auf und neutralisiert es. Making way.
und mach damit den Weg frei. For the Holy Spirit to flow through me. Für den Heiligen Geist. Making me whole and perfect now. Und mach damit den Weg frei für den Heiligen Geist, der mich durchfließt und now, mich jetzt heilt und vollkommen macht. In the silence of your soul, in the silence of your soul, in der Stille meiner Seele, you imagine you're talking to your higher self, the God in you. You imagine. Stellen Sie sich vor, dass Sie zu ihr. And then you're very humble. Das macht sehr demütig. And you say, Father, thou knowest all things. Und Sie sagen, Vater, du kennst alle Dinge. You're all wise. Du bist allwissend. You're the only healing power there is. Du bist die einzige heilende Kraft, die es gibt. I'm your son, I'm your daughter. Ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. I know you love me and I know you care for me. Ich weiß, dass du mich liebst und ich weiß, dass du für mich sorgst. And this very moment. Und in diesem Moment. I'm giving thanks for the miraculous healing power flowing through me now. Und in diesem Moment, in diesem Augenblick danke ich dir für die wunderbare Heilkraft, die mich jetzt durchfließt. The grateful heart is always close to God. Ein dankbares Herz ist Gott jedes Mal am nächsten. The grateful heart lacks nothing. Einem dankbaren Herzen mangelt nichts. The grateful heart is never sick. Ein dankbares Herz ist niemals krank. Never impoverished. Und niemals arm. Never frustrated. Und niemals frustriert. Never lonesome. Und niemals einsam. That's why silently you say, Father, I thank thee that thou hast heard me now. Und deshalb sagen sie, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. And I know thou hearest me always. Und ich weiß, dass du mich immer erhören wirst. Then silently repeat to yourself, thank you for the miraculous healing. Over and over again, lull yourself to sleep with the word thank you. Und dann sagen sie immer wieder, im Stillen zu sich selbst, Vater, ich danke dir, dass du mich jetzt geheilt hast. Und sie sagen das immer und immer wieder, auch vorm Schlafengehen. Vater, ich danke dir, dass du mich jetzt geheilt hast. The peace of God fills your soul, and according to your faith is it done unto you. Then wonders happen as you pray. Der Friede Gottes erfüllt deine Seele. Und Wunder vollziehen sich jetzt. Und Friede sei auf deinem Weg. Inneren göttlichen Natur zu erinnern und lebensspendende Gedanken in unserem Inneren zu haben. Dieser Jesus Christus, wie ihn Dr. Joseph Murphy hier darlegt, zeigt uns den direkten Weg nach innen. Unsere eigenen Ganzheit, unserem Heilsein. Intuition ist ganz einfach die Weisheit Gottes, die im subjektiv Inneren des Menschen wohnt. Wir benutzen den Intellekt, um die Anweisungen des Göttlichen auszuführen. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen. Die Macht ihres Unterbewusstseins ist wohl das bedeutendste Werk von Dr. Joseph Murphy. Mehr als 1 Million Mal wurde dieses Buch in deutscher Sprache verkauft. Der große Lebenslehrer und Vater des positiven Denkens erläutert uns hier auf verständliche Art und Weise, wie unser Leben von unserem Unterbewusstsein gelenkt und geleitet wird. Wir sind, was wir denken. Durch die Macht unserer Gedanken bauen wir unser Leben auf oder zerstören es. Die Wünsche und Ängste von heute formen die Wirklichkeit von morgen. Dr. Murphy zeigt uns, wie wir die unermesslichen Kräfte des Unterbewusstseins schöpferisch, kreativ einsetzen können, um unsere Ziele zu erreichen und ein Leben in Glück, Liebe und Harmonie zu führen. Die Macht ihres Unterbewusstseins ist im Ariston Verlag erschienen. Außerdem gibt es zu diesem Buch vom selben Verlag 4 Audio-Langspielkassetten. Dr. Joseph Murphys Vermächtnis ist Dr. Murphys letztes Werk und wurde kurz vor seinem Tode vollendet. Es berichtet über die Fülle seiner Lebenserfahrung und bittet uns noch einmal, Ja zu sagen zu uns und unserem Leben. Die Saat von Dr. Murphy ist aufgegangen. Inzwischen ist die Lehre vom positiven Denken zu einem mächtigen Baum geworden, dessen Wurzeln sich tief in die Seelen vieler Menschen eingegraben haben. Denn es erschließt uns eine neue Dimension des glückhaften Lebens. Auch dieses Buch ist im Ariston Verlag Genf erschienen.
Kraftzentrale Unterbewusstsein. Das Standardwerk von Erhard F. Freytag. Es führt uns auf den Weg des positiven Denkens. Aus der Kraft des Unterbewusstseins führt der Weg zu innerer Harmonie, leiblicher und seelischer Gesundheit, Liebe zu den Mitmenschen und Erfolg im Beruf. Dieses Buch ist ein hilfreicher Ratgeber auf dem Weg zum Selbst. Es wurde mehr als 500.000 Mal verkauft und ist auf den ständigen Bestsellerlisten vertreten. Hilfe aus dem Unbewussten. Es ist das Praxisbuch zur Kraftzentrale Unterbewusstsein. Mit diesem Praxisbuch will Erhard F. Freytag jedem helfen, die Macht der Gedanken richtig einzusetzen, um Probleme, Nöte, Krankheiten zu überwinden und ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Die Macht ihrer Gedanken. Dieses Buch weist uns den spirituellen Weg zum Erfolg. Jeder Mensch kann, sobald er bereit ist, über seine psychischen Probleme nachdenken, sein Leben grundlegend ändern und zu einem liebevollen Leben in größtmöglicher innerer Harmonie finden. Ein alphabetisches Lexikon der häufigsten psychosomatischen Leiden soll dem Leser helfen, sein persönliches Problem schnell in den Griff zu bekommen. Erkenne deine geistige Kraft. In diesem Buch beantwortet Erhard F. Freytag Fragen zum positiven Denken. Er setzt sich hier mit den Alltagsproblemen von Menschen auseinander, die sich selbst den Weg des positiven Denkens erschlossen haben und das, was Erhard F. Freytag in seinen ersten Büchern empfiehlt, versuchen in ihrem Alltag umzusetzen. All diese Bücher sind im Goldmann Verlag erschienen. Des Weiteren sind von Erhard F. Freytag mehrere Lebenshilfe-Kassetten im Verlag Edition Kraftpunkt erschienen. Mit diesen Audiokassetten können Sie gezielt Ihre Wünsche programmieren. Lassen Sie sich für die folgenden Minuten zu einem Abenteuer einladen, bei dem Sie Ihr Leben und Ihre Welt neu entdecken können. Sehr oft führen wir ein Leben voller Sorgen und Nöte und sind viel zu selten in der Lage, Freude und Glück, Liebe und Gesundheit zu empfinden. Leicht fühlen wir uns dann als Opfer äußerer Umstände, ohne uns im Klaren darüber zu sein, in welch hohem Maße wir selber unbewusst durch negative geistige Einstellungen uns selbst und unser Leben so beeinflussen, dass wir unzufrieden und erfolglos sind. Dass wir durch unser Bewusstsein bestimmen, wer wir sind und was das Leben für uns bereithält, ist für die meisten von uns gewiss eine neue und ungewohnte Vorstellung. In Wahrheit ist diese Einsicht jedoch fester Bestandteil aller Weisheitslehren der Menschheit. Und auch unsere moderne Wissenschaft beginnt immer mehr, den inneren Zusammenhang zwischen der geistigen und der materiellen Welt aufzudecken. Was du beschließest, wird dir gelingen. Und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. So weiß es unsere Bibel. Der folgende Film möchte Ihnen nun einen kleinen Einblick geben in die Arbeit des Münchner Instituts für Hypnoseforschung von Erhard F. Freytag, dem in Deutschland wohl namhaftesten Schüler von Dr. Joseph Murphy. Zusammen mit seinen Mitarbeitern hat Erhard Freytag dessen Philosophie des positiven Denkens zu einem sehr modernen und erfolgreichen therapeutischen Konzept weiterentwickelt, mit dem er einer großen Zahl von Menschen helfen konnte.
Die Menschen, die die Praxis von Erhard Freytag aufsuchen, stammen aus allen Berufen und Altersgruppen. Viele kommen wegen bestimmter körperlicher Leiden oder weil sie mit ihren seelischen Problemen und Konflikten nicht mehr fertig werden. In unserem durchorganisierten Alltagsleben finden wir immer schwerer Zugang zu den inneren Quellen seelischer Regeneration und werden anfällig für Gefühle der Sinnlosigkeit und Ohnmacht. Häufig reagieren wir darauf wie Frau Steiner mit Niedergeschlagenheit und innerer Ruhelosigkeit. Frau Steiner, müssen Sie mir sagen, was Sie zu uns geführt haben? Ich habe so starke Depressionen, kann nicht mehr schlafen. Ich weiß überhaupt nicht, wovor ich nicht Angst haben soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde mit dem Leben nicht mehr fertig, so wie es ist. In einem Erstgespräch werden jedem Klienten die Grundlagen der Therapie erklärt. Sie wissen ja vielleicht, die Grundlage unserer Therapie ist, sich nicht um das zu kümmern, was wir loswerden möchten, nämlich unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Depressionen, sondern um das, was wir erreichen möchten. Und wir werden uns von nun an nur noch um das kümmern, was sie haben möchten. Und so versuchen, das, was sie loswerden wollen, aufzulösen. Das hört sich gut an. Aber wie soll das realisierbar sein? Die Gedanken, die drängen sich doch permanent einem auf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so etwas funktioniert. Wir alle sind ja mit der Vorstellung groß geworden, dass eine gewünschte Wirkung nur dann eintreten kann, wenn die entsprechenden Ursachen gegeben sind. Wir behandeln also die Symptome einer Krankheit, um den gewünschten Zustand der Gesundheit als Wirkung zu erzielen. Ein höheres Wissen geht dagegen von der gewünschten Wirkung Gesundheit aus und erzielt dadurch das Verschwinden der Krankheit. Immer mehr Menschen erkennen Zusammenhänge zwischen ihrer Einstellung und ihrer Erfahrung. Immer mehr Menschen erkennen, dass das Wort Psychosomatik, Zusammenhang zwischen Seele und Körper, nicht irgendwo eine Theorie ist, die andere betrifft, sondern tatsächlich auch sich selbst. Erkennen, dass ihre vergangenen Gedanken sich zu dem verwirklicht, kristallisiert, materialisiert haben, was sie ihre Gegenwart nennen. Und gleichzeitig damit logisch verknüpft, erkennen sie, dass ihre Zukunft sich aus den gegenwärtigen Gedanken manifestiert. Ein außerordentlich wichtiger Punkt im Leben eines Menschen, wenn er diese Zusammenhänge erfasst hat. Das Unterbewusstsein ist vereinfacht ausgesprochen wie ein Computer zu verstehen. Das, was an Inhalten vorhanden ist, versucht es auszudrücken. Wenn der Inhalt früher durch Zufall, durch Umwelteinflüsse eher destruktiver Natur war, dann kann es nicht anders sein, als dass der Mensch mit einer destruktiven, negativen Programmierung entsprechendes ausdrückt. Sobald das bewusst geworden ist, kann ich sagen, ich lerne jetzt an das zu denken, was noch nicht ist, damit es werde. Ich lerne zu glauben, dass auch mir ein Blankoscheck in die Wiege gelegt worden ist, auf dem drauf stand Zufriedenheit, Harmonie, Liebe, Gesundheit, Erfolg. Jeder Mensch gleichermaßen hat das Recht. Das Unterbewusstsein wird in unserer Therapie, die eigentlich so alt ist wie die Menschheit, daran ist im Grunde gar nichts Neues, umprogrammiert von destruktiv auf konstruktiv. Unsere Therapie sollte eigentlich nicht positives Denken heißen und meine Bücher, sondern konstruktives Denken. Unsere Therapie besteht aus drei Dritteln. Das erste Drittel, etwa 6 Stunden, haben wir zur Verfügung, um das Loslassen zu üben. Natürlich die körperliche Entspannung, aber das Loslassen meine ich vielmehr, das aus dem Kopf herausgehen. Das mal für einige Sekunden nichts wollen, sondern gestatten, es geschehen zu lassen. Das zweite Drittel, eine sehr wichtige Phase, dient der Regression. Das wieder hochholen aus tiefen Schichten des Unbewussten, was einmal gewesen ist, an Traumata, an dramatischen Ereignissen in meinem Leben, ob nun objektiv oder subjektiv, bis zurück in die Geburt oder sogar an die vorgeburtliche Zeit. Und das Wichtigste ist, die letzten 6 Stunden, die Neukonditionierung des Unterbewusstseins, die Neuprogrammierung. Ich lege ganz bewusst in möglichst viele Schubladen meines Unterbewusstseins das hinein, was ich möchte, dass es in meinem Leben Realität wird. Ich stelle mir vor, wie das ist, glücklich zu sein, gesund zu sein, harmonisch zu sein, eine ideale Partnerschaft zu haben, erfolgreich zu sein.
Ich male mir das sehr bildhaft aus und besetze es emotional. Ich denke an das, was noch nicht ist, damit es werde. Die Voraussetzung, wie ich es bereits sagte, ist das Loslassen können, das aus dem Kopf rausgehen, das Entspannen, das in Trance gehen kann, in selbstinduzierte Hypnose oder in fremdinduzierte Hypnose. Und das zeigen wir Ihnen jetzt in einigen recht eindrucksvollen Beispielen. Alles, was war, ist jetzt vorbei und verliert für die nächste Zeit an Bedeutung. Seien Sie ganz bewusst hier in diesem Raum. Spüren Sie Ihren Körper auf der Liege. Und spüren Sie Ihren Atem. Sie atmen ganz ruhig ein und aus. Und mit jedem Atemzug werden Sie ruhiger. Und bei jedem Ausatmen lassen Sie immer ein bisschen mehr los. Ganz sanft und ganz von allein. Mit jedem Ausatmen fühlen Sie sich immer leichter, immer befreiter, weil alles Sie verlässt, was jetzt nicht mehr zu Ihnen gehört. Sie atmen einfach alles aus, was jetzt nicht mehr zu Ihnen gehört. Und so werden Sie immer ruhiger, sinken immer tiefer und fühlen sich immer wohler und geborgener. Stellen Sie sich etwas vor, was für Sie Ruhe bedeutet. Auf ganz natürliche Weise kommen wunderbare Bilder der Ruhe, der Harmonie aus Ihrem Unbewussten. Das Unterbewusstsein spricht in Bildern zu uns. Wenn wir uns tief entspannen, tauchen sie vor unserem geistigen Auge auf und zeigen uns, welche Vorstellungen wir in ihnen gespeichert haben. Es ist unser mächtigster Erfüllungsgehilfe, der unsere Vorstellungen Wirklichkeit werden lässt, die positiven wie die negativen. Aber wir können es mit unseren Gedanken bewusst beeinflussen. Bisher ist das meistens unbewusst und negativ geschehen. Durch positive Gedanken können wir unsere Zukunft nach unseren Wünschen gestalten. Im Grunde ist alles ganz einfach. Sag Ja zum Leben. Am Anfang konnte ich mich so schlecht entspannen. Mittlerweile ist es so, dass ich die Entspannung genieße und dass ich in Zustände hineingerate, die ich vorher nur kannte, kurz vor der Einschlafphase. Das ist ein wunderbares Gefühl, vor allen Dingen deswegen, weil es so viel länger andauert. Man kann das richtig genießen, so viele Stunden lang bei euch. Das ist etwas, das bezeichne ich als Gewinn für mich. Nur wenn wir tief entspannt sind, können wir uns auf der elementaren Ebene des Seins erfahren. Nur wenn wir wieder eins geworden sind mit der Existenz, können wir uns der ursprünglichen Harmonie des Lebens bewusst werden. Entspannt. Tief entspannt. Stellen Sie sich einfach eine Landschaft. Thank you.
Der Zugang zur eigenen inneren Welt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu geistiger und seelischer Gesundung. Lassen Sie diese Bilder auf sich wirken und für einen Moment Ruhe in sich einkehren. Wo alles positiv, alles harmonisch, ganz im Selbst aufsteigt, sich ganz im Selbst verglichen, alle Gedanken in ihm so konstruktiv aufbauend. Es geschieht. Was einer denkt, das geschieht. Bewusstsein ist das Mittel. Bewusstsein ist der Schlüssel. Bewusstsein ist das Ziel. Du musst sehen, dass alles, was auf dich zukommt, ein Echo von all dem ist, was von dir ausgegangen ist. Ein Hauch unseres Mundes wird das Gemälde der Welt. Wenn du dem Denken innezuhalten erlaubst, befindest du dich in einem ewigen Hier und Jetzt. Bei jedem Menschen nimmt die Therapie einen eigenen Verlauf. Sie ist so schwer oder so leicht, wie seine Bereitschaft, sich zu öffnen und mit dem Therapeuten zusammenzuarbeiten. In der zweiten Phase der Therapie ist Frau Steiner auf innere Widerstände gestoßen, die den weiteren Fortgang des Behandlungsverlaufs erschweren. Sie sieht sich zurückgeworfen auf Probleme, die sie schon überwunden zu haben glaubte, und sucht nun Unterstützung in einem Beratungsgespräch mit ihrer Therapeutin. Dies ist eine der typischen und wichtigen Krisen im Verlauf jeder Therapie. Der Klient ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo er sich dazu durchringen muss, bestimmte Denk- und Verhaltensmuster aufzugeben, unter denen er leidet, die aber gleichwohl Teil seiner Persönlichkeit geworden sind. Sehr komisch eigentlich. Und jetzt ist es so, dass ich mich tatsächlich entspannen kann. Es gelingt mir oft, in eine Entspannung zu kommen, die ich vorher nie kannte, vielleicht kurz vor dem Einschlafen, also in den Zeiten, als ich noch schlafen konnte. Und was glauben Sie, warum geht es Ihnen jetzt im Moment im Grunde genommen schlechter als an dem Tag, an dem Sie kamen? Oder habe ich das nicht verstanden? Ja, es ist so, dass irgendwas aufgerüttelt wird. Das genau nicht. Das ist es. Stellen Sie sich vor, dass alles, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben, alles Positive und alles Negative, in Ihnen gespeichert ist, wie in einem Fass. Jetzt kann man positive Suggestionen auf den Deckel dieses Fasses legen und versuchen, den Deckel krampfhaft zuzuhalten. Aber irgendwann rumort es in ihrem Fass, der Deckel fliegt hoch und alles kommt raus. Und meistens zum unpassendsten Zeitpunkt. Und wir versuchen jetzt hier, dieses Fass bewusst und behutsam auszuleeren. Dass dieser Vorgang Schmerzen verursacht und Tränen und dass sie sich darüber nicht gut fühlen, das ist ganz klar. Aber für uns ist es ein Zeichen, dass die Therapie anfängt zu greifen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Das Team besteht aus erfahrenen Psychotherapeuten, die in ständigem Erfahrungsaustausch stehen und sich in regelmäßigen Teambesprechungen immer wieder aufeinander einstimmen. Hallo, guten Morgen. Wir sind heute das Frühteam. Jeder Therapieverlauf wird genauestens analysiert und gemeinsam werden laufend die Möglichkeiten erforscht, die therapeutischen Mittel zu verfeinern, um die Heilungserfolge noch weiter zu verbessern. Die totale Hingabe an den Klienten, die geforderte Offenheit und Sensibilität während der Therapie bestimmen auch die Atmosphäre zwischen den Mitarbeitern. Sie ist sanft und liebevoll, aber auch wach und aufmerksam. Niemand nimmt sich hier allzu ernst und immer wieder blitzt auch in den ernsthaftesten Diskussionen feiner Humor auf. Auf diese Weise ist hier ein geistiges Feld entstanden, eine größere geistige Einheit, eine gemeinsame Quelle der Intuition jedes einzelnen Therapeuten.
Wie in einem Orchester hat jeder seine individuelle Stimme, doch gemeinsam erzeugen sie einen Klang, eine sehr feine harmonische Schwingung, die sich in jeder Behandlungsstunde durch den Therapeuten auf den Klienten überträgt. Die Praxis ist also gewissermaßen selbst ein Kosmos im Kleinen, in dem die gleichen geistigen Gesetze wirksam sind, die der therapeutischen Arbeit zugrunde liegen. Der einzelne Therapeut ist nur Mittler. Wie ein Geburtshelfer oder eine Hebamme tritt er völlig hinter seine Aufgabe zurück, dem geistigen Heilungs- und Wachstumsprozess des Klienten zu dienen, der sich ihm anvertraut. Er nötigt ihm weder eine psychologische Theorie noch seine persönliche Sicht der Dinge auf, sondern dient dem Klienten als Lotse zur Kraftzentrale seines Unterbewusstseins. Hier ist der Sitz der negativen Bilder und Vorstellungen, mit denen der Klient unbewusst sein Denken programmiert hat. Wenn er den hintergründigen Mechanismus durchschaut hat, wie sich diese negativen Vorstellungen immer und immer wieder in seinem Leben verwirklicht haben, so ist es an ihm zu wählen, welche positiven Vorstellungen er nun stattdessen annehmen und sich zu eigen machen will. Oberster Grundsatz jedes wirklichen Heilungsprozesses ist ja, dass der Klient selbst seinen Weg findet und Herr seiner Entscheidungen wird. Die Praxis von Erhard Freytag ist ein geistiger und sozialer Körper, der in einem ständigen Rhythmus von innerer Ruhe und äußerer Betriebsamkeit pulsiert. Betritt man das Büro, dann ist, wenn auch auf andere Weise, auch hier der gleiche Geist spürbar, den wir bereits im Therapiebereich wahrgenommen haben. Es ist der Geist der inneren Mitte, freundlich und aufmerksam, der auch inmitten konzentriertester Aktivität zum Verweilen einlädt. Erhard Freytag ist auch als Autor mehrerer Bücher weithin bekannt geworden. Seine Seminare sind oft bereits lange im Voraus ausgebucht. In einer täglichen Flut von Briefen bitten Menschen um geistigen Rat. Und die Telefone produzieren eine ständige Begleitmusik. All dies wird hier ohne Aufregung und Hektik bewältigt. Die innere Einheit, die jeder freie und glückliche Mensch ausstrahlt, ist auch in diesem größten europäischen Zentrum für positives Denken Wirklichkeit geworden. Aber was ist eigentlich aus Frau Steiner geworden? Inzwischen hat sie ihre Therapie beendet. Das müsste man ihr doch eigentlich ansehen. Ich spreche jetzt mit Frau Ariane Steiner. Frau Steiner hat ihre Therapie beendet. Sie ist etwa 30 Stunden bei uns gewesen. Und ich glaube, sie hat gelernt, sich das vorzustellen, was sie möchte, dass sie ist. Frau Steiner, Sie strahlen, wenn man Sie gesehen hat, wie Sie zu uns gekommen sind, ein Unterschied wie Tag und Nacht, so wie man sich das wünscht. Wie geht es Ihnen heute? Es geht mir blendend. Ich habe immer Zweifel daran gehabt, dass so etwas funktionieren kann, was hier abläuft. Ich habe das auch artikuliert gleich von Anfang an. Aber es funktioniert. Und ich denke, dass ich meine Lektion gelernt habe. Es fällt mir schwer, negativ zu denken. Und ich freue mich so, es ist so einfach, es ist so eine simple Angelegenheit. So einfach. Wie ein Schalter von positiv, negativ umschalten. Ja, heute kapiere ich das. Ja. Es ist so schade, dass man das so spät versteht. Selten zu früh, nie zu spät. Wie bei der Karies. Ja. Frau Steiner, danke. Alles, alles erdenklich Gute. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Berger, wie geht es Ihnen heute zum Abschluss der Therapie? Ja, ich fühle mich sehr gut. Als ich vor ungefähr 3,5 Wochen hier angekommen bin, hätte ich nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Mhm. Ich hatte es zwar gehofft, aber dieses Ergebnis hätte ich nicht erwartet. Wenn Sie mal Ihre Rose anschauen, die Sie am Symbol in der letzten Stunde mitbekommen haben, so möchte ich, dass Sie sich diese Rose aufheben und sie als das betrachten, was sie ist. Eine Erinnerung und ein Hinweis auf Ihre Möglichkeiten, die in Ihnen stecken und die Sie jetzt entdeckt haben. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die mir geholfen haben. Das freut mich. Und ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben
alles, alles Gute und viel Kraft. Jeden Tag. Dankeschön. Mhm.